Herzlich willkommen in Halberstadt. Ja, was ist das, Lutz Mücke? Halberstadt, das Tor zum Harz. Diese Stadt, die seit einigen Monaten sich freut darüber, mit den Gästen aus dem gesamten Land Sachsen-Anhalt das neue Stadtzentrum feiern zu können. Und Oberbürgermeister Hans-Georg Busch war bewegt am Freitag zur Eröffnung und lud alle ein, sich dieses neue Stadtzentrum anzusehen. Es war ja ein schwerer Verlust für diese wunderschöne Stadt. Und jetzt haben wir schon den Auftakt da. Das ist die Blaskapelle Belleben, die den Festumzug jetzt hier zum Beispiel begleitet. Und die Schalmeienkapelle Taucher, die für einen zünftigen Auftakt so richtig sorgt. Und wir haben ja auch im Bild, dass sich die Halberstädter und ihre Gäste, viele sind ja erst im Laufe des Vormittags hier angereist, an den Straßenrändern eingefunden haben, um diesen wunderbaren Festumzug so richtig zu begleiten. Gleich noch einmal sicher im Bild der Halberstädter Roland, der neu auferstanden ist, Lutz. Halberstadt, die Rolandstadt und auch der Rolandverein dieser Stadt hat ja viel vor. So kann man jetzt schon vielleicht erzählen an dieser Stelle, dass ja die große Glocke des Halberstädter Doms am 3. September neu gegossen werden soll. Es wird ein riesiges Spektakel, also wenige Wochen nach diesem großen Ereignis wiedergeben. Und der Name Halberstadt geht ja auch zurück auf die Siedlung Alfurtestedt. 989 erhielt sie dann das Münz- und Stadtrecht. Und jetzt Andreas Neugeboren. Ja, und hier sehen wir diese historische Straßenbahn von Halberstadt. Herr Ministerpräsident Reinhard Höppner ist natürlich auch dabei. Zeitreise durch Sachsen-Anhalt, so heißt der Festumzug. Das ganze Land ist ja auf den Beinen, was? Das ist in der Tat so. Offenbar kann keiner mehr woanders sein. Sie sind alle in Halberstadt. Und ich finde das unheimlich gemütlich, mal mit so einer Pferdebahn zu fahren, weil man da mal sieht, wie viel Zeit man auch mal früher noch hatte. So Hand aufs Herz, wann saßen Sie zum letzten Mal in einer Straßenbahn? Ach, das ist vielleicht ein Jahr her oder so. Aber in der Pferdebahn habe ich, glaube ich, noch nie gesessen. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß hier in Halberstadt. Es ist ja eine ganz tolle Stadt geworden. Wir staunen alle mächtig. Und wenn Sie irgendwo in der Nähe sind, kommen Sie her. Der Festumzug dauert ja noch 2 Stunden. Der Festumzug hat sich erst richtig in Bewegung gesetzt und zu der historischen Straßenbahn muss man sagen, dass bereits seit 1887 in Halberstadt eine Straßenbahn sozusagen die Passagiere befördert und 2 der alten Wagen, sagen wir mal von rund 1900, sind erhalten geblieben. In einer hat unser Ministerpräsident eben gesessen. Halberstadt mit der ganz besonderen Straßenbahn und diese Stadt am Harz. Viele Gäste, die herkommen, die staunen natürlich immer darüber, dass es hier in der Nähe dieses Mittelgebirges eine Straßenbahn gibt. Und man hat ja lange Zeit nicht gewusst, ob sie erhalten werden kann. Und da ist sie, die große Glocke des Halberstädter Doms, im Modell natürlich die Domina. Sie wird also am 3. September hier mit einem großen Volksfest gegossen werden. Und es soll unheimlich was los sein. Es gibt ein Glöckner-Wettspiel und der Gewinner soll zum Beispiel nach Paris fahren können und soll dann natürlich vor Notre Dame ebenfalls ein wunderschönes Erlebnis haben. Ja, die Domina. Seit 485 Jahren soll es übrigens hier in Halberstadt wieder ein öffentliches Glockengießen geben. Ein Spektakel jagt hier offenbar das andere. Das nächste Festbild mit dem Harz und im Harz, da wird gefeiert. Wir sehen also die Faschingsvereine, die Karnevalsclubs, die hier mit dabei sind. Und in vielen Sendungen war der Mitteldeutsche Rundfunk dabei, wenn gefeiert wurde beim Karneval im Harz. Ich glaube, die sorgen so richtig für Stimmung, ja, trotz der hohen Temperatur. Man muss ja sagen, über 30 Grad, das sind ja südliche Verhältnisse, die wir hier in Halberstadt haben. Die heizen natürlich nicht nur die Stimmung an, die wir zweifelsohne haben, sondern auch sozusagen das Mieder der Tänzerinnen, die da im Festumzug unterwegs sind. Es macht natürlich allen Mitwirkenden Spaß, aber wie gesagt, so ein Kostüm nach diesem Festumzug, ich glaube, das muss dann erstmal wieder in die Sonne gehängt werden. Und hier sind sie, die Karnevalsprinzessinnen, der Karnevalsprinz. Man
Man kann im Moment kaum die Mitwirkenden zählen. Es kommen vermutlich stündlich neue hinzu. So, und der Karnevalsverein, das ist der von Wegeleben, der bereits seit 1966 besteht und ungefähr 100 Mitglieder hat. Ja, hier ist das Schachdorf Ströbeck mittlerweile auf der Straße. Einen Vertreter habe ich an meiner Seite. Ist ja wirklich was Besonderes. Ströbeck, da spielt fast das ganze Dorf Schach, ne? Kann man so sehen, ja. Also von den 1000 Einwohnern, die da sind, da finden Sie bestimmt keine 10, die nicht Schach spielen können. Wo liegt Ströbeck ganz genau? Ungefähr 9 Kilometer Richtung Wolfenbüttel an der 79. Auf Sachsen-Anhalt-Territorium natürlich. Und es gibt ein Schachmuseum im Ort. Und dort lernt man sogar schon in der Schule Schach. Und die ganzen Schüler haben Sie heute mitgebracht. Jawohl, die habe ich heute mitgebracht, damit das richtig schön bunt wird. Und ab der 2. Klasse spielen wir Schach bis hin zur 7. Und dann hören wir auch nie auf. Viel Spaß noch. Dankeschön. Zurück zu euch. Das Schachdorf Ströbeck. Ich war schon mal zu Gast. Da gab es sogar das Treffen des Weltschachvereins in diesem kleinen Ort hier in der Nähe von Halberstadt. Das war eine spannende Sache. Hier haben wir gerade wieder gesehen, nach dem Schachdorf, der alte Schmied, das alte Handwerk. Also alles wird geboten in diesem Festumzug. Und das ist nämlich Börde und Vorharz, Groß-Quenstedt, die sich vorstellen, mit dem Pony- und Kleinpferdezuchtverein sowie natürlich mit Zugmaschine und Ackerschlepper aus dem Baujahr 1938. Und man höre und man staune, eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h wurde auf dem Acker erreicht. Man sollte es gar nicht glauben. Die schönen Trachten, die wir sehen können, aber wie gesagt, auch das deftige Handwerk ist vertreten. Groß-Quenstedt. Kleiner Ort, großer Name. Das kann man an dieser Stelle immer wieder sagen. 85-jähriges Jubiläum hat er gefeiert, der Kleintierzuchtverein in Groß-Quenstedt. 29 Mitglieder gibt's. Der älteste Zuchtfreund ist Wilhelm Grimm mit 85 Jahren und er ist seit 51 Jahren Mitglied dort. Unser Reporter Andreas Neugeboren wieder mitten im Festzug. Ja, dieses tolle Gefährt, das mussten wir ganz einfach einfangen. Sie sind auch aus Groß-Quenstedt, ja? Genau, genau. Sie haben ein richtiges tolles Bauernoutfit. Sind Sie auch richtig von Beruf Landwirt? Genau so ist es. Und ist das Ihr Fahrzeug? Fahren Sie damit noch auf dem Acker oder ist das heute nur für einen Festumzug flott gemacht? Ja, genau so ist es. Hobby. Sehen Sie, man versteht Sie sogar mit der Pfeife im Mund. Sie scheinen ein guter Pfeifenraucher zu sein. Nichtraucher. Nichtraucher. Sehen Sie, der macht uns heute richtig was vor, der Mann. Höchstgeschwindigkeit übrigens 18 Kilometer pro Stunde. Das darf man noch einmal sagen, damit hier ja keine Geschwindigkeit übertreten wird. Aber ich denke, heute wird hier in Halberstadt kein Polizist irgendwen zur Kasse bitten. Außerdem muss ich sagen, es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Stockungen im Festumzug. Das muss so sein, denn die wunderschönen Trachten und auch die fröhlichen Gesichter, die sollen ja richtig angeschaut werden. Die Schlanstädter Feldbahn vom Heimatverein St. Martinus, eine Originalfeldbahn. Und da wurde natürlich gesammelt, das Material wurde zusammengetragen. Und das freut natürlich die Besucher am Rande hier. Die Straßenränder, die sind ja wirklich gesäumt von buntem Volk, möchte ich mal sagen. Und die Kleider der Besucher, die wetteifern so ein bisschen mit den Kostümen der Mitwirkenden. Übrigens ist das hier die Straße, die Sie gerade sehen, der Johannesbrunnen. Und es gibt auch einen Brunnen hier ganz in der Nähe. Und da konnte man vorhin schon beobachten, viele Kids haben sich dort erfrischt im kühlenden Nass. Und die jungen Damen wieder. Ja, wir sind immer noch im Harz. Wir sind immer noch im Harz. Osterwiek genau. Ist dran. Die Stadt Osterwiek. Und sie feierte im Juni diesen Jahres das 1025-jährige Bestehen. Und es gibt aus Osterwiek historische Stadtdarstellungen. Osterwiek, eine Fachwerkstatt mit einem fast komplett erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkkern. Das und ist wenig bekannt. Der Karnevalsclub, der hat schon lange Tradition. Also nach der Stimmung zu urteilen, ich meine nicht das Alter der jungen Damen, sondern nach der Stimmung zu urteilen, hat man Erfahrung im Feiern dort in Osterwiek. Das ist die Gemeinde Schauen im Harz.
Eine Trachtengruppe ist dabei, ein Erntewagen und der Spielmannszug Hornburg aus Niedersachsen. Das ist ja ganz in der Nähe. Hornburg, ja auch eine ganz bekannte Fachwerkstatt. Ich finde es schön, dass da musikalisch unterstützt wird aus Niedersachsen. So ein Umzug. Wir haben die Marinekameradschaft Halberstadt und da gibt es Traditionspflege und es gibt tatsächlich hier am Harz in Halberstadt einen Shantychor. Und wir haben tatsächlich fast das Wasser im Festumzug. Andreas Neugeborn, hallo. Die Marinekameradschaft Oschersleben ist hier und jede Menge Seemänner in Halberstadt. Naja, es war ja auch mal eine große Handelsstadt. Halberstadt hat einen Roland, da muss auch die Marine hier sein, ne? Die Marine muss vertreten sein. Und es sind ja hier die ganzen Marinekameradschaften, fast alle aus Sachsen-Anhalt vertreten. Wie viele Mitglieder gibt das da ungefähr? In Sachsen-Anhalt, glaube ich, sind 1200. Ungefähr so, ich weiß es nicht ganz genau. Und Sie haben dieses Sachsen-Anhalt-Fest gleich benutzt, damit Sie sich mal alle wieder treffen können und ins Gespräch kommen können, oder? Das machen wir jedes Jahr, fahren zu jedem Sachsen-Anhalt-Fest. Na, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß dabei und guten Verlauf. Danke. Es gab gerade Böllerschüsse und die gab es vom Domberg, vom Verband für Waffenkunde und Geschichte. Und das waren die richtigen Kanonenböller als Gruß für diesen Festumzug 1999. Historische Kostüme aus allen Jahrhunderten, eine Zeitreise durch das Land Sachsen-Anhalt, so das Motto des diesjährigen Festumzuges zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag. Ja, und das jetzt eben, das müsste die Darstellung aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gewesen sein. Artillerie aus Virginia, Kavallerie aus Texas und zwei Scharfschützen, sogenannte Louisiana Tigers. 100 Jahre Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt. Es ist kaum vorstellbar, was geleistet wurde, als man alle Wagen, alle Tiere hier nach Halberstadt gebracht hat an diesem Sonntagmorgen. Und ich kann nur sagen, es ist ein herrliches Bild zu sehen, dass alle gut angekommen sind und sich hier präsentieren am Johannesbrunnen. Ja, und ich glaube auch wohlfühlen, denke ich mal, in der großen Menge der Sachsen-Anhalter. Und ich hoffe auch, dass viele Gäste gekommen sind aus Niedersachsen, aus dem Harz, vielleicht aus Sangerhausen und vielen anderen Städten, die also hier am Sachsen-Anhalt-Tag teilnehmen. Und ich möchte mal sagen, es ist ein buntes Gewimmel und so soll es sein zum Sachsen-Anhalt-Tag, dass sich Jung und Alt treffen auf einer bestimmten Ebene und Freude mitbringen für diesen Festumzug. Jung und Alt. Der 4. Sachsen-Anhalt-Tag ist ja offenbar auch der Sachsen-Anhalt-Tag der Rekorde. Über 300.000 Gäste werden erwartet. Man drückt die Daumen, dass diese Zahl bis heute Abend auch erreicht wird. Das wird an den Plaketten abgezählt. Genau, die werden verkauft, aber diese kommen natürlich dann auch der Stadt hier zugute. Und es geht weiter mit den nächsten Persönlichkeiten. Und jetzt kommt wieder ein Bischof. Das ist wieder Halberstadt und ich habe eben die Zeichnung gesehen, die Martini-Kirche mit ihren beiden unterschiedlich großen Kirchturmspitzen. Das war wieder ein Halberstädter Bild hier im Festumzug. Es waren offenbar die Schutzheiligen der Halberstädter Kirchen. Der Bibelbus ist übrigens besetzt mit dem Posaunenchor. Und dieser Klangkörper pflegt zu zahlreichen Anlässen kirchliche Musik. Und an jedem ersten Samstag im Monat gibt es ein Konzert auf dem Domturm. Die Tanzschule TOEF, Kinder und Jugendliche, und sie verzaubern ihre Gäste mit der Kunst des Tanzes. Kleine Drachen, Furien und Revue-Tänzerinnen. Ein neuer
Wagen, ein Festwagen kündigt sich an. Und ich glaube, jetzt ist wieder Halberstadt an der Reihe. Wir rufen Weidmannsheil, Andreas Neugeboren. Jawohl, jawohl, liebe Zuschauer. Viele, viele Schützenvereine sind heute hier in Halberstadt. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus Langenstein. Das ist der Schützenverein Langenstein, 1817 e.V. Das ist ganz in der Nähe hier, ne? Ja, das ist 7 Kilometer südlich von Halberstadt, in Richtung Haag. Und wie viele Mitglieder haben Sie mitgebracht? Zur Zeit bloß eine kleine Abordnung von 16 Mitgliedern, sind aber 120 Mitglieder. Schützenfest schon gewesen in Ihrer Gemeinde? Immer 1. Juli, Wochenende. Danke. Langenstein, das Schloss Langenstein. Kürzlich wurde es ja neu eingeweiht. Eine Pflegestation, ein idyllischer Ort und die Gegend um Halberstadt Langenstein. Humboldt hat mal gesagt, es ist die 7. schönste Gegend in Deutschland. Ein Bus mit einem offenen Verdeck. Und hier ist wieder ein Industriebetrieb aus Halberstadt dabei. Ja, das ist der Maschinenbau Halberstadt und er stellt ein Produkt dieses Werkes vor. Das ist nämlich ein Aggregat für Kraft-Wärme-Kopplung, was sich auf diesem Wagen befindet. Wenn man über die Produktionsgeschichte oder insgesamt nach Halberstadt blickt, dann dürfen wir natürlich nicht die Halberstädter Würstchen vergessen. Der Festwagen ist inzwischen schon durch, vermutlich sind die Würstchen schon alle. Das kann ich mir schwer vorstellen bei 100 Jahren Tradition in Halberstadt. Ich denke mal doch, dass man sich auch würstchenmäßig auf die zahlreichen Besucher eingerichtet hat, Lutz Mücke. Und ich habe auch beobachtet, dass das sehr, sehr guten Anklang gefunden hat. Die Halberstadt... Sherlock Holmes bei der Halberstädter Polizei. Andreas Neugeboren, haben Sie schon die Handschellen um? Nein, ich habe noch keine Handschellen um. Sherlock Holmes, leibhaftig steht er neben mir von der Polizeifachschule, denke ich mal. Ja, wir sind von der Fachhochschule Polizei und Polizisten von der Polizeidirektion Halberstadt. Und wir vertreten die Polizei von Sachsen-Anhalt. Es gibt ja ein richtig schönes Polizeimuseum und ich nehme an, von dort haben Sie auch die tollen Uniformen, oder? Ja, das ist richtig und wir wollen auch allen Gästen ein bisschen Geschmack auf dieses Museum machen. Und wir wollen nicht nur Polizeigeschichte darstellen, sondern auch mit den Menschen reden. Dann wollen wir beide jetzt aufhören, damit wir die anderen schönen Kostüme noch zeigen können. Schönen Dank. Die große Lupe von Sherlock Holmes und... Man kann sagen, hier in Halberstadt gibt es ja des Öfteren doch Ausgrabungen, auch bei Bauvorhaben. Und die Archäologen haben tatsächlich eine ganze Menge interessanter Dinge gefunden. Und da kann so eine Lupe ganz hilfreich sein. Wir haben gerade im Bild gesehen, und zwar den Festwagen mit dem Saurier des Heineanums. Der aber wohl nicht praktisch ausgegraben wurde hier in Halberstadt, sondern eine ganz tolle Nachbildung ist, die man sich ganz gut vorstellen kann. Bronti wird er genannt. Er ist der älteste Halberstädter, logischerweise schon ein bisschen angejahrt. Und seine Gebeine, nicht diese, aber die originalen, wurden bei Ausgrabungen bei Halberstadt gefunden. Ja, und sein Zuhause ist das Heineanum. Das Heineanum ist ein Museum, das ein Vogelkundemuseum eigentlich ist. Ein Heimatmuseum, das von Ferdinand Heine, einem bekannten Halberstädter, gegründet wurde. Und der Blick hier auf Fachwerkhäuser in Halberstadt und die Halberstädter schauen aus dem Fenster, haben natürlich hier, wer am Johannesbrunnen wohnt, den besten Blick. Wobei man sagen muss, hier in Halberstadt, Fachwerkhäuser und moderne Architektur bilden eine wunderbare Einheit. Es gibt nichts, was das andere stört und es ist alles sehr, sehr liebevoll restauriert und geschmückt. Der Festwagen des Nordharzer Städtebund Theater Sabine Markosch. Da gibt es ja einige Theater zu nennen, die dazugehören. Ja, das Nordharzer Städtebund Theater, das bietet Musiktheater, Schauspiel und Ballett und bespielt seine festen Häuser in Quedlinburg und in Halberstadt. Jetzt im Sommer ganz aktuell vertreten auf den Naturbühnen in Thale und in Altenbrak. Auch hier beim Nordharzer Städtebund Theater gibt es ja immer den Blick ins Nachbarland. Gastspiele in Wolfenbüttel oder in Ballenstedt. In Ballenstedt im Harz ja auch das berühmte Schlosstheater. Oh,
Andreas Neugeboren, wo sind Sie jetzt gerade? Ich bin hier mitten auf der Straße und bin erstaunt. Hier kommt ein Sarg angefahren. Wieso denn das? Wir sind die Untoten, die Bösen. Oh Gott, oh Gott. Und von welchem Verein sind Sie? Sie kommen aus Quedlinburg, ja? Jawohl, die Gruppe Das Borgvolk. Und wir machen eben auch Bardengesang, Minnegesang und unter anderem verkörpern wir auch die Unterwelt. Und Sie haben hier jede Menge schon zu tun gehabt in Halberstadt zum Sachsen-Anhalt-Fest. Ja, wir haben also auch auf Musikinstrumenten gespielt und allerhand Gaudi gemacht. Okay, Sie sind ja auf dem Mittelaltermarkt zu finden, könnte ich mir vorstellen. Jawohl. Recht herzlich eingeladen sind die Gäste auf dem Mittelaltermarkt gleich hier nebenan. Ja, das Borgvolk besteht erst seit 2 Jahren, dieser Verein, und er hat sich der Forschung und Darstellung des mittelalterlichen Lebens zur Blütezeit der Harzer Grafen und natürlich der Walpurgistradition gewidmet und findet großen Anklang bei Aufführungen in den Burgen und Schlössern der Umgebung sowie natürlich im Harz sowieso. Und die Vampirführungen, Lutz Mücke, in der Schlossgruft in Wallenstedt, das ist eine ganz neue Attraktion vom Borgvolk. Wir sehen den Country Club Ballenstedt mittendrin. Davor war dann der Westernverein aus dem Vorharz. Dann gab es historische Fahrzeuge, eine Getränkefeuerwehr vom Kurcafé aus Bad Suderode. Da ist nochmal die Dame im Sarg unterwegs. Hoffentlich kommt sie gut an. Es wird ein bisschen warm werden im Sarg, deswegen ist der Deckel jetzt aufgeklappt. Also das rote Transparent, der Country Club Ballenstedt, 1995 gegründet, 40 Erwachsene und Kinder sind dort Mitglieder. Und da gibt es eine ganz eigene Band und die Tanzgruppe Crazy Horses, wie sich's gehört für einen Country Club. Die habe ich gestern schon tanzen sehen. Square Dance bieten die jungen Damen im zünftigen Holzfällerhemd, diesmal kurzen Jeans, den hohen Temperaturen hier in Halberstadt geschuldet. Und ich muss sagen, sie haben sehr, sehr viel Publikum angezogen auf der Bühne. Wahrscheinlich, weil dazwischen, zwischen den Holzfällerhemden und dem Beginn der kurzen Jeans so viel Platz war. Haut zu sehen. Reiterhöfe im Harz sind ja beliebt, touristische Angebote im Harz immer wieder gern erlebt. Die Showbühne des MDR Landesfunkhauses übrigens steht ja auf dem Domplatz und am Samstagabend gab es eine riesige Schlagergala. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht hinein, denn ab 22 Uhr gab es ein Riesenkonzert mit den Pudis. Mit den Pudis, ja. Und alle haben durchgehalten, denn bis 22 Uhr, da war 2 Stunden Schlager nonstop zu erleben. Und jetzt haben wir die Dancing Girls und die Rolandsgarde hier aus Halberstadt mit im Bild. Ja, da war wirklich ein wunderbares Programm zu erleben. Das übrigens am 31. Juli im MDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. 22.45 Uhr, eine Stunde Schlager nonstop aus Halberstadt. Es geht weiter mit Schützen und der Spielmannszug der alten Schützengesellschaft Korporation zu Quedlinburg 1281. Ein noch relativ junges Museum, das Holzwurm-Museum zu Quedlinburg. Und der Wurm, den haben wir gleich mitgebracht. Susi frisst alles, aber ich glaube, unser Übertragungswagen ist aus Metall. Aber Susi kommt schon bedrohlich näher. Aber ist schon ziemlich groß, Susi. Wird schon satt sein, denke ich. Aus Quedlinburg war natürlich auch dabei beim 4. Sachsen-Anhalt-Tag die Blumenkönigin. Es gibt ja in Quedlinburg bis zum heutigen Tag ja viele Betriebe, die sich mit den Sämereien beschäftigen. Also Pflanzen, Blumen, die Blumenstadt Quedlinburg, die alte Stadt 994, erhielt ja auch Quedlinburg das Münzmarkt- und Zollrecht. Und wir springen aus dem Harzvorland jetzt ins Mansfelderland. Der Fanfarenzug aus Eisleben und an dieser Stelle natürlich ein ganz herzliches Glück auf. Und Sie fangen mit dem Besten an, die Mansfelder, denn der Fanfarenzug aus dem Mansfelderland wurde im letzten Jahr Sachsen-Anhalt Meister. Seit 1973 üben Sie und das gut, eigentlich hervorragend. Und selbst in Spanien konnte man Sie schon sehen und die 40 Mädchen und Jungen, die marschieren lieber, als dass sie gehen.
Peitschenknaller. Ja, da sind sie schon, die Pfingstburschen aus Hergesdorf. Das ist ein Traditionsverein aus den Mansfelder Grunddörfern. Und die sind inzwischen über die Dorfgrenzen hinaus bekannt geworden mit ihrem alljährlichen Dreckschweinfest zu Pfingsten. Und ich muss Ihnen sagen, Lutz Mücke, es läuft wirklich so ab. Es ist ein Riesen-Gaudi. Es werden extra Pfützen präpariert, ja, um da die Burschen aufzunehmen, die sich natürlich entsprechend anziehen. Ja, also Schlammcatchen ist da gar nichts dagegen, was da immer abläuft zu Pfingsten. Andreas Neugeboren wieder mitten im Festumzug. Jawohl, wir sind hier mitten im Festumzug und wir haben hier junge Leute aus Eisleben. Sie sind ein Theaterverein, nehme ich mal an. Jawohl, wir sind von der Musikschule Eisleben und wir haben ein Bordstädter Schweinickel erfunden. Hier ist der Schwein, grunz mal. Und einen ganz verrückten Pater, da ist er. Wie heißt du denn, Herr Pater? Der Arschloch. Oh, 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 oh. Oh, 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 sowas wollen wir doch nicht über den Sender schicken. Also, junge Frau, da haben Sie noch ganz schön viel zu tun im Theaterverein. Das ist richtig. Aber wir haben oben auf der Burg Bornstedt. Das Schwein hat uns gerettet. Und diese Geschichte haben wir als Moritat erzählt. Mit den Kindern der Levaner Schule. Ist das nicht toll? Ha? Dankeschön. Ja, und die bunten Hüte und die langen Bänder, das sind Läufe, die den Frühling verkörpern. Das muss man, glaube ich, noch sagen bei dieser Tradition. Und die verpeitschen, die vertreiben mit lautem Knallen die bösen Geister und den Winter. Heute nicht unbedingt notwendig, aber trotzdem interessant zu sehen. Ein buntes Gewimmel, das möchte ich sehen. Und kein Festumzug, wenn das Mansfelder Land mit dabei ist. Ohne einen Festwagen mit Dr. Martin Luther. Hier ganz speziell in diesem Jahr das Thema Martin Luther und der Bergbau. Mit den Grüßen aus dem Mansfelder Land. Und die Grafen von Mansfeld sind dabei. Der Bürgermeister, die Lutherkutsche wurde übrigens 1883 gebaut. Luther und seine Frau Katharina fahren selbstverständlich mit. Denn es ist ja zugleich auch das Katharina von Bora-Jahr, was in diesem Jahr 99 hier in Sachsen-Anhalt gefeiert wird. Ein herzliches Glück auf. Noch einmal für die Bergknappen, das sind die ganz historischen Kostüme. Was macht ein Engländer im Harz? Das ist hier die große Frage bei diesem Bus. Ein 1964 gebauter Oldtimer war das mit 8400 Kilogramm Leergewicht. Ja, und er ist Anziehungspunkt im Mansfelder Land, denn er bringt bis zu 55 Gäste zu ganz speziellen Ausflugszielen im Mansfelder Land. Das ist das Jugendblasorchester Stadtfurt. Seit 1992 besteht das. Und es gibt 65 junge Musiker, die sich 1995, also 3 Jahre nach ihrer Gründung, schon in Spanien gut platziert haben. Und die Aschersleben Stadtpfeifer sind mit dabei. Grüße aus Aschersleben. Aschersleben, die älteste Stadt unseres Landes Sachsen-Anhalt. Dieser Verein, der Stadtpfeifer, besteht seit 40 Jahren und tritt überall auf, wo Musik gebraucht wird. Turn- und Sportfeste und natürlich auch zum Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt und jetzt wieder zu Andreas Neugeboren. Ja, wir haben uns ja einfach mal unter die Leute am Straßenrand gemischt. Das ist ja hier dicht gedrängt. Wir kommen alle kaum noch durch. Wo kommen Sie her, junge Frau? Osterwiek. Aus Osterwiek, ja. Diese schöne kleine Fachwerkstatt, wo so genau. Viele leider vorbeifahren, ja. Obwohl sie so schön ist. Ne? Genau, das ist ganz prima. Wir hatten jetzt auch ein großes Jubiläum, 1025 Jahrfeier. Osterwiek ist nämlich eine richtig schöne Fachwerkstatt, aber sie liegt leider etwas weg, wenn ich das sagen darf, von einer größeren Bundesstraße. Und deshalb fahren die Leute immer vorbei, fahren lieber nach Halberstadt oder Wernigerode. Ne? Sind Sie auch von dorthin? Von Halberstadt. Sie sind Halberstädter. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt hier? Sehr hervorragend. Ganz fantastisch. Was haben Sie in den letzten Tagen hier so genossen? Oh, Stress. Du, ich gehe eine Etage tiefer. Was hast du dir alles angeschaut? Jetzt ist sie doch etwas überrascht, ne, dass da plötzlich jemand Fragen stellt. Ich würde sagen, Sabine, ihr macht ein bisschen weiter. Danke. Ja, die Halberstädter, das sind ganz zauberhafte Gastgeber, muss ich wirklich sagen. Und Sie, die hier in den herrlich restaurierten Fachwerkhäusern entlang des Festumzuges wohnen, haben natürlich die allerbesten Plätze, nämlich in Ihren Fenstern. Das
Jugendblasorchester aus Staßfurt. Übrigens präsentieren natürlich auch die Staßfurter das Salzland. In der Nähe von Staßfurt, da findet sich auch Egeln. Jeder, der von Magdeburg in den Harz fahren will, muss durch das Nadelöhr Egeln hindurch. Und deshalb sicherlich fast jedem Autofahrer bekannt. Bördetrachten sind in Egeln zu Hause. Dort wird die alte Bördetracht gepflegt. Bördehochzeiten werden veranstaltet. Und immer wieder mit dabei die Handwerksleute. Elbingerode im Harz, 1000 Jahre Bergbau, auch hier ein Glück auf. Ilsenburg ist mit dabei. In Ilsenburg, da hat ja Engelbert Humperdinck seine Anregung gesammelt für die Märchenoper Hänsel und Gretel. Das heißt, Sabine Markosch, wir sind wieder im Harz gelandet. Wir sind wieder im Harz gelandet. Ein bunt gemischter Festumzug. Ja, und um einen richtigen Eindruck zu bekommen von den Temperaturen, die hier herrschen, da beteiligt sich sogar die Theke im Festumzug mit daran, dass das Publikum am Rand des Festumzugs nicht zu verdursten braucht. Das sind hier Schaubilder vom Grasedanz, auch alte Traditionen, die sich hier im Festumzug präsentieren. Und Andreas Neugeboren ist jetzt offenbar ein Trauzeuge. Das kann man so sagen. Schauen Sie sich bloß mal diese tolle Kutsche an, nicht? Und das Brautpaar kann sie ja auch sehen lassen. Wo kommen Sie her? Aus Wernigerode. Aus Wernigerode, aber Sie sind nicht heute am Traualtar gewesen, vor dem Traualtar, nein? Nein, wir waren vor 5 Wochen vor dem Traualtar. Aber Sie sind mit der schönen Kutsche gefahren, habe ich gehört. Und Sie hatten diese tolle Hochzeitskleidung. Und da musste man zum Sachsen-Anhalt-Tag einfach noch mal auf die Straße damit, oder? Ja, genau. Ihren jungen Mann wollen wir natürlich auch mal, Ihren Ehemann wollen wir auch mal was fragen lassen. Gebürtiger Wernigeröder? Nein, Köthner. Köthner. Und nach Wernigerode gezogen? Ja, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren schon. Und seitdem sind Sie ein glückliches Paar. Vor 5 Wochen haben Sie in dieser tollen Kutsche geheiratet. Viel Spaß noch. Tschüss. Wernigerode und das historische Rathaus und heiraten, das gehört unbedingt zusammen. Und wenn man bei den jungen Frauen bleibt, dann nochmal der Griff vielleicht zurück auf diesen Grasedanz. Wie gesagt, der kommt zum Beispiel auch aus Hüttenrode in der Nähe von Wernigerode. Und beim Grasedanz, da geht es Sonntag früh schon immer los. Die jungen Frauen bringen Heu in Kiepen auf den Festplatz unter den Augen einer gewissen Frau Hauptmann. Und es geht, Sabine Markosch, bei vielen dieser Traditionen hier im Harzerland immer letztlich um die Liebe. Ja, und ich kann mir vorstellen, im wunderbaren Rathaus in Wernigerode, da ist der 9.9.99 als ganz spezieller und begehrter Hochzeitstermin sicher schon ausgebucht. Da kämen wir beide irgendwo ein bisschen zu spät. Das ist, glaube ich, schon vor einigen Monaten gelaufen. So ein halbes Jahr vorher muss man sich ja anmelden. Und ich glaube, es gibt kaum noch ein Standesamt mit einem freien Plätzchen für diesen Tag. Der Landkreis Sangerhausen präsentiert sich hier mit einem Wagen, einem blauen Wagen. Und das ist die Pferdekutsche mit der Rosenkönigin. Mit der Rosenkönigin aus Sangerhausen. Es ist ja bekannt, dass sich in Sangerhausen das europagrößte Rosarium befindet mit einer großen Tradition. Wieder neue Rosen sind gekürt worden, ganz besonderer Renner in diesem Jahr, habe ich mir sagen lassen, die Rose Helmut Kohl, die in Sangerhausen ganz besondere Beachtung findet. Ja, und mit seinen Funden sollte man wuchern und Rosen sind ja etwas Wunderschönes, die Blume der Liebe, Lutz Mücke. Ja, das Rosarium in Sangerhausen, es gibt ein Fest natürlich auch immer dazu, in der Nähe von Sangerhausen finden Sie Rottliberode, Stolberg am Harz, die historische Europastadt. In der Nähe ist ja der Auerberg mit dem größten eisernen Doppelkreuz der Welt. Vor einigen Jahren gab es ja das 100-jährige Jubiläum. Der Spielmannszug in Blankenheim sorgt für ein bisschen musikalische Unterbrechung hier im
Festumzug zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt. In Blankenheim, da ist die Feuerwehr zu Hause und die feiert immer ganz kräftig. Gibt es große Traditionen und wir bleiben sozusagen auf der B80 und fahren zurück nach Halle an die Saale. Ja, und Wasserhimmel und Weintrauben, die beiden Flüsse Saale und Unstrut und die Wassergeister, die den Flüssen entsteigen. Und wichtig dazu natürlich, dass an den Ufern der Wein gedeiht. Der Fanfarenzug Groß Jena aus dem Burgenlandkreis. Landkreis und Andreas Neugeboren wird uns eine Eingeborene vorstellen. Ich habe eine Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das mal an, wer neben mir sitzt. Die Frau Kubatski ist da, sie ist 91 Jahre alt. Ja. Und sie wohnen hier ganz in der Nähe, ja? Um die Ecke rum. Um die Ecke rum? Taubenstraße. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Gut, haben Sie sehr viel Arbeit gemacht, ja. Wir staunen ja, das Fest ist wirklich schön, Jürgling. Sie waren mal Unterhaltungskünstlerin, ja? Ja, ja. Meine Tochter und Schwiegersohn sind Musiklehrer. Mein Mann war Musik, mein Vater auch eine Musikerin. Und Sie sehen, beim Festumzug, den der MDR überträgt, sitzen Sie in der ersten Reihe. Mit 91 Jahren ist das klar, ne? Ja, ja. Es geht mir auch gut. Viel Spaß noch. Dankeschön. Eine Halberstädterin war das hier aus der Stadt, wo der 4. Sachsen-Anhalt-Tag stattfindet. Kohle und Wäscherei ist das nämlich und der Festwagen des Mitteldeutschen Umwelt- und Technikparks. Und da wird richtig geschuftet, richtig Schweiß muss fließen bei den Köhlern und das kann man hier auf diesem Wagen sehen. Der Burgenlandkreis ja mit den vielen Traditionen, nicht zuletzt mit einem Gläschen Wein an diesem Tag. Man muss nur ein bisschen aufpassen, noch ein bisschen Sonne dazu und dann kriegt man vielleicht das Ende dieses Festumzuges nicht mehr ganz so mit. Und trotzdem gehört der Wein natürlich zum Saale-Unstrut-Kreis, zum Burgenlandkreis. 1000 Jahre Wein haben wir ja gerade gefeiert und das sollte auch vorgeführt werden. Naumburg, das war eine historische Fahne aus der Domstadt Naumburg. Ja, und das sind die bekannten Schütten, wo der Wein, die Weintrauben gesammelt wurden und dann eben zum Weiterverarbeiten sozusagen transportiert worden sind. Die Domstadt Naumburg präsentiert sich mit ihren Stifterfiguren Uta und Eckehard, Sie wissen ja, aus dem Naumburger Dom. Und mit Mönchen, Händlern und Ratsherren selbstverständlich. Wir wollen nicht die Festtage vergessen, die in Naumburg gefeiert werden. Das Hussitenkirschfest alljährlich zu erleben. Oder denken wir an Naumburg. Oder der berühmte Taubenmarkt in Naumburg, der ja auch Tausende anzieht. Und endlich haben wir einen Naumburger im Festumzug. Richtig, eine Naumburgerin haben wir im Festumzug. Eine Stadt, wenn ich das so sagen darf, die eine ähnliche tolle Entwicklung genommen hat wie Halberstadt zum Beispiel. Wunderschön, Naumburg gefällt mir immer wieder. Und Sie sind die Frau? Will. Ich bin die Frau Will und ich komme mit den Leuten aus Naumburg. Wir haben die Stifterfiguren mitgebracht. Wir haben den Lehrer von der Schule mitgebracht. Unser Kirschfest, wozu wir jedes Jahr einladen, verkörpern wir hier auch durch die Hussitensage. Und wir haben vor uns den Wein und hinter uns den Wein. Ja, das ist ja auch eine ganz tolle Landschaft, in der da Naumburg liegt. Wird ja immer wieder gesagt, Toskana des Nordens. Ne? Und wo sollten die Touristen unbedingt hingehen in Naumburg, Frau Will? Ja, erstmal zum Dom und dann zum Markt und zur Wenzelskirche, zum Marientor, nach Schulpforte, nach Bad Kösen. Da Frau könnte ich lange erzählen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem Sachsen-Anhalt-Tag. Dankeschön, Dankeschön. Schönen Dank.
Der Wagen mit der Weinkönigin und dem Präsidenten des Weinbauverbandes, Siegfried Boy. Und da weiß ich immer nicht, Sabine Markusch, kann man den Mann beneiden? Er muss ja permanent den guten Wein anpreisen und wahrscheinlich auch kosten. Kosten sicher, aber wohl nicht trinken. Denn Kosten ist etwas anderes, sagen wir mal, als richtig zu trinken. Und ich kann nicht so sicher sein, dass sich da wirklich Wein in diesen Gläsern befindet, bei diesen Temperaturen hier in Halberstadt. Zum Wohle, das geben wir natürlich gerne zurück. Die Weinkönigin 1999 im wunderschönen Wagen. Der Verein Historische Kostüme aus Dreußig, das wollen wir nicht vergessen. Ein ganz interessantes kleines Städtchen, fast an der Landesgrenze schon zu Thüringen. Dreußig mit einem ganz besonderen Schloss. Und es ist nach mauretanischen Vorbildern erbaut und eine ganz besondere Sache. Und jetzt kündigt sich Merseburg an und die Wappen der neuen Städte des Landkreises haben das ganz genau gezeigt. Und der städtische Musikverein, das Jugendblasorchester Merseburg, besteht seit 33 Jahren und ist natürlich auch vertreten. Klassische Blasmusik und die wird hier vorgeführt. Sind die historischen Gestalten, natürlich die Figuren aus Merseburg, der Bischof von Trotha, der sich hier präsentiert vom Merseburger Schloss. Und da gibt es ja die berühmte Geschichte vom Merseburger Raben. Und Andreas Neugeboren, der wird diese Geschichte jetzt erzählen, denke ich mal. Sabine, wie das so ist, ich lasse sie mir erzählen von der Frau Herrmann. Sie ist aus Merseburg und sie weiß es ganz genau. Ja, hinter uns haben wir hier den eingesperrten Merseburger Raben. Und weshalb musste der denn eingesperrt werden? Ja, der Merseburger Rabe hat dem Bischof Thilo von Trotha einen Ring gestohlen. Und der Bischof dachte aber, es wäre sein Diener gewesen und ließ ihn köpfen. Später fand man dann den Ring im Käfig des Raben. Ja. Und dann wurde der Rabe eben für immer eingesperrt. Und der Rabe von Merseburg ja immer zu besichtigen, aber nicht dieser hier. Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Christoph. Bist du zum ersten Mal der Rabe hier auf einem Sachsen-Anhalt-Tag? Ja. Schwitzt du ein bisschen in deinem schwarzen Kostüm oder geht's dir gut? Ich schwitze ein bisschen. Ja, aber du hältst durch, ne, oder? Ja. Schwerer Job heute, aber viel Spaß dabei. Danke. Der Merseburger Rabe, immer wieder gerne erzählt diese historische Geschichte. Übrigens aus Merseburg, dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, einen der größten Geschichtsschreiber dieser Zeit des Mittelalters, Bischof Tietmar, der ja eine der größten Geschichten erzählt hat über diese Zeit. Aus diesem Buch entnimmt man heute noch alles das, was man erzählt. Und natürlich erwähnenswert die Merseburger Zaubersprüche, die älteste Schrift überhaupt. Und immer wieder sehenswert, das muss man sagen, im Merseburger Schloss, das schöne Museum und der Merseburger Dom mit seinen alljährlichen Musikfestspielen. Und den Orgeltagen im Merseburger Dom selbstverständlich. Der vierte Sachsen-Anhalt-Tag 1999 in der Stadt, die man auch das Tor zum Harz nennt, hier in Halberstadt. Und das Pflaster, das hier betreten wird, historisch am Johannesbrunnen. Ein Festumzug, der von Jahr zu Jahr größer wird. Immer mehr Vereine, Regionen aus unserem Bundesland präsentieren sich. Und der Sachsen-Anhalt-Tag, er dient ja auch der Zusammenführung all dieser unterschiedlichen Regionen. Ja, und unterschiedlicher könnten sie fast gar nicht sein. Die Thaldorfer Pfingstburschen und die Geiseltaler Blasmusikanten. Das ist der Festwagen aus dem Festumzug zum 1111. Jahrestag der Stadt Querfurt. Der wurde übrigens in diesem Jahr gefeiert, im Juni in Querfurt. Und ich muss sagen, es war eine sehr originelle Idee, diese Zahl einfach mal zu nehmen und in Querfurt mit seiner ja weltbekannten Burganlage, denke ich mal, so richtig zu feiern. Und da gab es eine ganze Menge zu erleben. Und so ein bisschen haben die Querfurter hierher
hierher mitgebracht. Zum Beispiel den Querfurter Wiesenesel mit dem heiligen Brunnen. Das ist der nun nicht unbedingt, sondern das sind Halberstädter Schönheiten, die hier zu begutachten sind. Und dieser Wiesenesel, der ist ein Tiersymbol für die historische Stadt Querfurt mit der mittelalterlichen, sehr sehenswerten Burganlage geworden. Ja, das muss ja sein, der Fanfarenzug der Stadt Hohenmölsen, die sich jetzt schon angekündigt hat mit ihrer Vereinsfahne. Dort wird die Tradition des Bergbaus hochgehalten und alljährlich zum Hohenmölsener Markt wird dort ein großes Musikfest ausgerichtet. Ja, mit diesem Fanfarenzug und auch mit der Tanzgruppe, die mit ihren bunten Bändern eben schon im Bild zu sehen war. Wir sind also ganz im Süden von Sachsen-Anhalt und das wäre eine gute Gelegenheit, Sabine Markusch, unsere Zuschauer in Sachsen und in Thüringen zu grüßen. Ein Traditionsverein in Lobitscher Altweibermühle. Alle 7 Jahre, Andreas Neugeboren, geht es ja da zur Sache. Richtig. Und was sind Sie für ein Verein? Was machen Sie dort Schönes? Ja, wir machen die Lübbische Altweibermühle, wo alte Frauen wieder zu jungen Mädchen durchgemahlen werden in der Mühle. Und wann ist die Hauptveranstaltung? Die ist im Jahr 2002. So lange müssen wir da warten? Ja, die geht da nicht eine kleine Vorführung heute schon, nicht? Also da sehen wir die Damen heute schon mal für den Kameramann. Wild geht's zu in Lobitsch. Ja, und ich muss sagen, also in Lobitsch, da ist wirklich etwas los. Und Andreas Neugeboren, da müssen die Damen ja noch sehr munter bleiben. Ja, die bleiben ganz munter. Mir wird schon ein bisschen Angst hier. Schauen Sie sich das mal an. Also mir kommen ja die Damen immer sehr, sehr komisch vor. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Es funktioniert aber in Lobitsch. So, sie mögen sich noch so sträuben, kommen dann in die Mühle rein. Ja, und unten ist ja bekanntermaßen eine Schütte. Und da kommt eben das überraschende Ergebnis heraus. Alle 7 Jahre, das ist sehr selten. Aber das, was man da sehen kann, ich habe es gesehen, das kann sich wirklich sehen lassen. Lutz Mücke, man sollte es kaum glauben in Lobitsch. Aber Sabine Markusch, um es noch mal klarzustellen, durch die Mühle dürfen nur die Damen. Nur die Damen. Natürlich. Bei den Herren ist Hopfen und Malz. Ja. Verloren. Gut, wir schauen auf das nächste Bild im Festumzug. Die nächsten Gäste sind da. Noch sind es hier die Weiber aus Lobitsch, die immer noch für Unruhe sorgen. Szenen aus vergangenen Zeiten. Immer wieder wechseln sich die historischen Bilder im Festumzug beim 4. Sachsen-Anhalt. Ja, und das müsste Weißenfels sein. Weißenfels, die Neu-Augustusburg mit der großen Tradition dieser Stadt. Und die Herzogsfamilie Sachsen-Weißenfels präsentieren den einstigen Glanz der Residenzstadt und Weißenfels, wo ja die barocke Hofkultur, ja, so schwere Blüten trieb, bis das Herzogtum dadurch bankrott ging. Aber Weißenfels hat natürlich auch noch mehr dadurch hervorgebracht. Man denke nur an den berühmten Komponisten Heinrich Schütz. Ja, und Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts ist mit 80.000 Einwohnern einer der kleinsten, aber auch feinsten Landkreise in Sachsen-Anhalt. Wir wollen ja in Weißenfels natürlich auch Friedrich von Hardenberg nicht vergessen, Novalis. Dessen Geburtshaus in Weißenfels steht und
dessen Wohnhaus in Weißenfels steht und dessen Geburtshaus im nahegelegenen Oberwiederstedt sich befindet, was leider auch etwas abseits einer großen Fernverkehrsstraße ist, aber unbedingt betrachtet werden sollte. Dicht an der Grenze zu Sachsen, die Schützengilde Lützen ist dort zu Hause, die privilegierte Schützengilde Lützen. Ja, Lützen bekannt durch der Entscheidungsschlacht des Dreißigjährigen Krieges, wo Schwedenkönig Gustav Adolf fiel. 1632 war sie diese Entscheidungsschlacht und eine Gedenkstätte. Und das Museum Lützen, aber auch ein Haus in Weißenfels erinnern an dieses Ereignis aus dem Dreißigjährigen Krieg. Ja, und die Schützengilde, die existiert sogar noch etwas länger als der Dreißigjährige Krieg her ist, nämlich bereits seit 1608, wurde aber 1993, das muss man dem Alter schulden, neu gegründet. Die Tanzgruppe Saint-Jean Bonnefonds, Täuchern und Gäste aus Frankreich. Und diese Gemeinde in Frankreich, die hatte sich nicht nehmen lassen, ihre schönsten Vertreterinnen hierher zu senden zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag nach Halberstadt, um die Verwaltungsgemeinschaft Teuchener Land ein wenig zu unterstützen. Sozusagen internationale Grüße aus Frankreich hierher nach Halberstadt. Bonjour. Ja, der Leislinger Mineralbrunnenwagen, der dürfte heiß begehrt sein heute. Lutz Mücke, sollte er wirklich die große Quelle aus dem Saale-Unstrut-Tal sozusagen sprudeln lassen? Wir springen vom Mineralbrunnen zu einer Leislinger Tradition. Das ist das Eierbetteln. Immer eine Woche nach Pfingsten, das Kleinpfingsten wird es genannt, gibt es das Eierbetteln. Auch eines der vielen Feste in unserem Land Sachsen-Anhalt, das man einreihen kann in diese Frühlingsfeste. Die beginnen übrigens ja mit der Lichtmess am 2. Februar in Glinde und in einem kleinen Ort in der Nähe von Leuna. Und es wird fortgesetzt und Groß Görschen ist jetzt im Bild. Und wie man hier zum Sachsen-Anhalt-Tag kommen kann, auf welcherlei Gefährten, das weiß jetzt Andreas Neugeborn im Festumzug. Natürlich kann man von Weißenfels aus mit dem Fahrrad bis hierher fahren. Ne? Wie viele Stunden würde man da brauchen, schätzungsweise? 3 oder 4. 3 oder 4, schätzt du. Wer bist du? Josef Stief. Was seid ihr für Sportler? Bei euch geht es mit dem Fahrrad ja nicht einfach nur so geradeaus wie bei der Tour de France, sondern? Na ja, halt durchs Gelände. Gelände, bergauf, bergab. Und bist du schon mal so richtig auf die Nase gefallen? Nö. Bist ein talentierter Weißenfelser Sportler, ja? Wie viel seid ihr in der Gruppe? Also jetzt hier sind wir jetzt 9 und insgesamt sind wir 28 oder 22, 28, 25 rund. Und wer ist der erfolgreichste von euch? Vom Großen, ja, er. Also nee, Quatsch, der ist nicht dabei. Das okay, der ist nicht mit hier, Sabine, aber ihr seid hier und seid jetzt wieder dran. Ja, wir sind hier und das sind die Mountainbikers White Rock aus Weißenfels. Denen ist kein Berg zu hoch, keine Landschaft zu weit und keine Höhle zu tief. Und ich hoffe, die Räder, die kommen nicht zufälligerweise in die Straßenbahnschienen, Lutz Mücke. Das ist das große Fass aus Höhenstedt. Der Weinbauverein Höhenstedt in der Nähe von Bad Lauchstädt findet man ja auch die großen Plantagen. Ja, in der Nähe von Höhenstedt im Saalkreis selbstverständlich ein Geheimtipp, wo man den besten Wein herbekommen soll. So wird gesagt, wenn ich das jetzt mal verraten darf. Höhenstedt, da wird der richtige Wein angebaut. In der Nähe vom Süßen See ist das so ein bisschen weiter, weil ja die Gegend und das mediterrane Klima und natürlich auch der hervorragende Boden sich zum Weinbau bereits seit fast 1000 Jahren eignen. Höhenstedt ja auch die größte Anbauregion für Aprikosen. Ja, überhaupt. Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen kann man die Plantagen dort sehen. Und da ist ja auch der Süße See in der Nähe und die Burg dort, die malerische Burg. Die bekommt jetzt eine neue Zukunft.
Das ist ein positives Zeichen und wir wollen hoffen, dass sich das weiterhin so positiv und so schön entwickelt. Wir springen in den ältesten Teil unseres Bundeslandes nach Anhalt. Wir begrüßen die Region Anhalt-Wittenberg und ich wette mit Ihnen, Sabine Markosch, hier begegnen wieder einem Herrn Luther. Das wird wohl so sein, aber erst stellt sich mal die Region Anhalt-Wittenberg in den Grundfarben Weiß und das Sand. Das ist Bernburg. Und das sind wir schon wieder bei Bernburg. Salz, ja. Salz und Sand, das ist Bernburg. Der Bernburger Bär und damit auch herzliche Grüße aus Bernburg, die Stadt, die ja den ersten Sachsen-Anhalt-Tag veranstalten durfte, konnte, die natürlich auch da waren, als am Freitag dieser vierte Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt eröffnet wurde. Übrigens waren die Oberbürgermeister aus Zeitz, dem vorjährigen Veranstaltungsort, und aus Stendal mit dabei. Ja, und Bernburg, sagenhaftes Bernburg, da sind natürlich fünf berühmte Figuren im Festumzug vertreten, dargestellt von den Schülern des Gymnasiums Carolinum. Das war und das ist der Priester Rupprecht. Das ist natürlich der Eulenspiegel. Und da haben wir ihn, den Teufel im Festumzug. Und vieles andere mehr ließe sich über Bernburg, ja, natürlich der Eulenspiegel sagen. Und da ist ja wirklich der Bär los. Vorhin war er noch eingesperrt, aber man ist mutig geworden und hat ihn herausgelassen. Also es gibt ja viele historische Figuren, die aus dieser Region kommen. Wir wollen nur den Hehle Christ noch einmal erwähnen. Dieser Priester Ruprecht aus dem Kloster Kölbig, das geht alles so weit zurück, dass man ihm ja nachsagt, dass daraus die Figur des Knecht Ruprechtes wurde. Ja, und das sind die Festwagen der Hochschule Anhalt in Bernburg. Sie präsentieren alte Landmaschinen unter dem Motto, wir säen blühende Landschaften. Also in Bernburg könnte da noch Hoffnung sein. Und der Traktor, der Alttraktor, ist vom Typ Brockenhexe aus der Halberstädter Firma Dehne und der hat eben eine Drillmaschine gezogen. Ja, Aktivist-Traktor ist wieder dabei, ein Rasenmäher. Und was das Lustige ist, die Professorin und Dekane der Hochschule Anhalt, die lassen nicht nur ihre Studenten an die Technik ran, sondern sie sitzen selbst hoch oben und steuern die alten Landmaschinen, um sozusagen für diese moderne Hochschule die Tradition erlebbar und lebendig zu halten. Der Rektor der Hochschule Anhalt, Professor Dr. Horst Zesek, fährt einen Aktivist-Traktor, zieht damit einen Grasmäher, auf dem der Westaktivist Dekan Professor Domen Platz nimmt. Und Sie haben es ja gelesen, vielleicht vorne stand am Traktor dann ein Ossi. Ja, das geht natürlich zurück auf den Rektor. Ja, selbstverständlich. Also das ist wirklich sehr, sehr fantasievoll, was die Hochschule Anhalt sich immer wieder einfallen lässt, um ihre Leistungen aus Forschung und Lehre bekannt zu machen. Sie haben sogar eine historische Figur mitgebracht, nämlich den Begründer der Bernburger Forschungstradition, Professor Hermann Hellriegel. Er lebt im vorigen Jahrhundert. Ja, und er hat die landwirtschaftlichen Anbaumethoden revolutioniert und damit die Grundlage für diese Hochschule gelegt. Ja, der gewisse Hermann Hellriegel also hat auch die Entdeckung der Funktionen von Knöllchenbakterien entdeckt, aber ich glaube, er meinte nicht die Knöllchen, die wir immer unter dem Scheibenwischer finden. Es geht ein bisschen langsam voran mit so einem Landsbulldog. Das war übrigens der Rektor, der da oben saß. Und Strenzfeld, Bernburg-Strenzfeld, in der Nähe von Bernburg gelegen. Dort gibt es ja auch diese Ausbildungsstätte. Und das historische Druschfest wird also alljährlich dort gefeiert. Also in und um Bernburg geht es um die Landwirtschaftsforschung. Und gleich wird eingeladen zum nächsten Fest. Ich muss ja sagen, dass dieser Sachsen-Anhalt-Tag sich nahtlos einfügt in eine Tradition, in einen Reigen von Festen hier in Sachsen-Anhalt. Und da wirbt halt jeder mal ein bisschen für sich und weist darauf hin, was so in den nächsten Wochen so los sein wird. Das Schalmeinorchester aus Görzig ist da und wir begrüßen also den Landkreis Köthen. Und da werden wir natürlich wieder begegnen Johann Sebastian Bach,
aus Köthen, ja, der ja in Köthen gewirkt hat. Die brandenburgischen Konzerte sind dort entstanden. Jetzt noch der anhaltische Trachtenverein Radegast aus der Nähe von Köthen. Und hier ist er schon, Johann Sebastian Bach. Und Köthen grüßt natürlich auch Sachsen-Anhalt mit Halberstadt an diesem Tag an der Spitze. Dargestellt das historische Musikzimmer von Bach, so wie man es sich heute vorstellen würde. Ich kann mir vorstellen, Lutz Mücke, dass das damals alles viel einfacher war, als Bach in Köthen gelebt und gewirkt hat. Und es wird musiziert. Herr Bach sitzt am Musikinstrument. Und von der herrlichen Musik von Johann Sebastian Bach nun zur historischen Pferdefeuerwehr in Drosa. Andreas Neugeborn. Jawohl, die Feuerwehr von Drosa ist bei uns. Die erste Feuerwehr heute im Festumzug, glaube ich. Wunderschöne Kostüme haben Sie da noch. Ja. Sind das noch wirklich alte Bestände der Feuerwehr? Nein, die sind nachgemacht. Die sind vor 3 Jahren nachgemacht nach den alten Kostümen von 1880. 1882, so ist sie. Ich könnte mir vorstellen, die Feuerwehr in Drosa hat jede Menge zu sagen im Ort, oder? Alles. Alles geht über die Feuerwehr. Ohne Feuerwehr geht überhaupt nichts. Wie viele Einwohner seid ihr in Drosa? 720. Na dann pflegt mal eure Feuerwehr schön und die Pferde dazu auch, ne? Machen wir alles. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder, Bitterfeld. Bis bald. Jawohl, der Klang der Glocke noch einmal. Sie soll aber nur grüßen heute an diesem 4. Sachsen-Anhalt-Tag. Und mit der historischen Pferdefeuerwehr kamen auch die Wasserträgerinnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also da wurde das Wasser wirklich getragen. Da um war dann, was ja, los. Um damit löschen zu können. Durstlöschen, ich glaube, das ist heute ein Thema Nummer 1 hier in Halberstadt bei diesen subtropischen Temperaturen. Und auch der Förderverein für landwirtschaftliche Traditionen im Trinum, der eben mit seinem Wagen vorbeifuhr, der hat unter seinen Strohhüten doch unter der Hitze zu leiden, Lutz Mücke. Aber trotzdem, die Stimmung, die ist da und die Temperaturen tun ihr keinen Abbruch hier zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag. Dieser Festwagen hier, er erinnert uns doch alle irgendwo oder lässt wenigstens die Träume wieder auferstehen, mal eine Sommernacht wieder im Heu zu verbringen. Und da gibt es ja Heuhotels inzwischen in der Altmark zum Beispiel, wo man bleiben kann. Und sogar hier in Halberstadt, wie ich gelesen habe, gibt es ein Heuhotel. Ich denke mal, für den kleineren Geldbeutel kann man sich das aussuchen. Und man soll wunderbar im Heu schlafen können. Also, das ist unsere Empfehlung für die kommenden Ferientage. Denn nächste Woche gibt es ja hier in Sachsen-Anhalt beginnend die großen Sommerferien. Also lustig geht es zu auf so einer Kutsche. Historisches Erntegerät vergangener Jahrhunderte. Vorhin kam schon mal ganz kurz der Name Bitterfeld ins Spiel und ich glaube, Lutz Mücke, wir müssen das erläutern. Der Stafettenstab wird ja abgegeben, noch im Verlauf dieses Wochenendes an Bitterfeld, wo im nächsten Jahr der 5. Sachsen-Anhalt-Tag stattfinden wird. Ja, und alle freuen sich schon drauf und meinen, da sehen wir uns wieder. Die Stadtgarde zu Gröbzig mit dem Festwagen, Lu, Trude und Gefolge. Und wir haben den Karnevalsverein Werdershausen. Ja, die KUKA-Kögarde aus Köthen darf natürlich nicht fehlen. Das ist ganz klar. Sie sind schon ein bisschen langsam auf den Beinen, Lutz Mücke. Die Mädchen, die jetzt kommen. Blau-Weiß kündigen sie an. Blau-Weiß kündigen sie an. Das sind die Farben vom KUKA-KÖ in Köthen und die Cheerleaders sind natürlich mitvertreten mit ihren fantasievollen Kostümen und ich denke mal, die werden jetzt Stimmung machen. Wie heißt es immer so schön in Köthen beim Karneval? Ein dreifaches KUKA-KÖ. Die Köthner, die bringen Humor mit, denn sie können sich damit selbst auf die Schippe nehmen und ihr Beiname Kuhköthen, der ist nicht etwa abwertend gemeint, sondern sie tragen mit Humor, mit Lust und Freude am Leben. Man muss wahrscheinlich mal erwähnen, es heißt tatsächlich Kuhkaffköthen, scherzhaft, aber liebensvoll.
Jetzt geht's aber los mit den modernen Rhythmen, die vom Festwagen des Kukakö hier eingespielt werden, damit die Stimmung überspringt. Das war der Karnevalspräsident Lutz Mücke, der schon wieder alle eingeladen hat nach Köthen. Herr Moormann, der sogar als Entertainer in Erscheinung tritt und damit für den Karnevalsverein in Köthen eigentlich unverzichtbar ist. Wir waren ja, wie gesagt, live dabei am Rosenmontag, haben den großen Karnevalsumzug präsentiert und es war ein Riesenfest in Köthen. Und die Köthener waren auch sehr, sehr nette Gastgeber. Sie haben die kleineren Karnevalsvereine aus Dessau und den Orten der Umgebung eingeladen zu ihrem Festumzug. Und das war das Stichwort. Jetzt sind wir nämlich schon in Dessau gelandet und die Tanzgruppe Holiday Dessau, die Tanzgruppe Sunshine, die Tanzgruppe Showtime, die Square Dancers werden uns einstimmen auf die Muldestadt. Ja, die Damen haben offenbar das richtige Kostüm für den heutigen Tag gewählt. Und hier die Percussions-Gruppe aus Dessau. Und das passt zusammen. Die Percussions-Gruppe, die begleitet die Square Dancers und die Tanzgruppe Showtime. Ja, und ich kann mir vorstellen, Lutz Mücke, die Damen haben nur den Wetterbericht richtig verfolgt. Und sich deshalb dementsprechend auch kleiden können. Die Schützengilde zu Dessau, Mittenmang bei den modernen Rhythmen. Und das ist das Schöne in diesem Festumzug, dass sich die Historie, die Gegenwart so miteinander verbindet und dass wir immer ein Wechselspiel der Gefühle erleben können. Ja, die Gegenwart wird abgelöst durch die historische Vergangenheit, die wir in Sachsen-Anhalt überreichlich verzeichnen können. Und es ist immer wieder interessant, wie liebevoll die Trachten- und Heimatvereine sich ihrer Tradition annehmen, wie sie sich darauf besinnen, wie sie wunderbare Trachten nähen, wie sie in die Erforschung der Geschichte steigen, damit die letzte Naht auch wirklich so genau gesetzt wird, wie halt dieses Kostüm, dieses Gewand einmal ausgesehen hat. Man muss den ganzen Schützenvereinen, den Trachtenvereinen, den ganzen Folkloregruppen, jetzt gab es hier die Böllerschüsse, muss man auch an dieser Stelle einmal Danke sagen, denn in vieler Heimarbeit wird alles selbst hergestellt. Und Sabine Markus, ich habe die Wette gewonnen. Luther ist da. Jetzt ist er da und Andreas Neugeboren hat ihn natürlich und seine Frau Luther. Katharina von Bora an der Seite. Luther mit seiner Katharina von Bora. Meine Dame, mein Herr, wie war die Reise? Beschwerlich, aber wir sind nicht überfallen worden. Sie sind nicht überfallen worden. Wie viele Stunden waren Sie unterwegs, Herr Luther? 2 bis 3 Stunden, aber es ist eine Freude, hierher zu kommen nach Halberstadt. In ein gut evangelisches Städtchen. Sie werden also gute Erinnerungen mit nach Wittenberg nehmen. Ganz, ganz sicher. Und ich werde viele einladen, zu unserer Hochzeit aufs nächste Jahr nach Wittenberg zu kommen. Katharina, welche Mode haben Sie so entdeckt hier in Halberstadt? Haben Sie sich was abgeschaut bei den vielen schönen Kostümen? Nun, es sind wunderschöne, prächtige Gewänder erschienen und da kann man schon nach meinem schönen Kleid schauen. Aber Katharina von Bora, Sie sehen hervorragend aus. Dankeschön. Wir geben zurück. Man müsste fast sagen, Sabine Markus, für 500 Jahre, wirklich gute gut, halt. Gut, ja. Ja, na, aber zu einem Geburtstag macht man sich immer wieder schön, auch wenn es in diesem Jahr der 500. von Katharina von Bora ist. Und ich finde es sehr schön, dass dieser Frau, die doch ein bisschen im Schatten Martin Luthers steht, in diesem Jahr so besonders gedacht wird, durch eine große Ausstellung im Luther-Museum unter dem Titel Mein lieber Herr Käthe, was hier bezeichnet ist, und die Katharinennacht, die dort selbst draußen Open Air dargestellt wird. Und diese Hochzeit, die hat etwas ganz Besonderes, Lutz Mücke, die wird nämlich jedes Jahr am 13. Juni seit einigen Jahren neu gefeiert. Man muss an dieser Stelle auch sagen, dass es eine deutsche Reederei gibt, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen, die ein neues Flusskreuzfahrtschiff bauen lässt. Es kommt in den nächsten Monaten aufs Wasser und tatsächlich anlässlich dieses Jubiläumsjahres nennt man dieses neue Flussfahrtschiff
Katharina von Bora. Sie muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein, auch wenn es kein Bild gibt, das sie naturgetreu zeigt. Eine außergewöhnliche Frau, denn es gibt viele Zeugnisse, schriftliche Zeugnisse über ihr Wirken. Ja, und ihre spektakuläre Flucht mit ihren Freundinnen aus dem Kloster in Torgau, das war für die damalige Zeit etwas Unerhörtes. Von Wittenberg geht unser Sprung entlang der Elbe weiter nach Prettin. Und eine ganz besondere Geschichte gab es ja mit dem Schloss Lichtenburg. Aber, Sabine Markosch, es geht nach Wolfen. Ja, da machen wir einen ganz, ganz großen Sprung nach Wolfen. Ich glaube, wir kommen da schon in die Nähe des 5. Sachsen-Anhalt-Tages, in die Nähe von Bitterfeld. Und die Klangkörper, also der Spielmannszug in Wolfen und das Fanfarenorchester Wolfen eröffnen gemeinsam den Umzug des Landkreises Bitterfeld. Wie gesagt, die Gastgeber für den 5. Sachsen-Anhalt-Tag im Jahre 2000. Wir müssen noch erwähnen, nachträglich Gratulation nach Bitterfeld. 775-jähriges Jubiläum wurde gefeiert. Der MDR war mit Fernsehen und Hörfunk dabei. Mit der MDR-Sommertour. Das war ein riesiger Tag. Die Bitterfelder haben mitgetanzt in der Nähe von Wolfen. Der kleine Ort Salzfurt-Kapelle. Und wir begrüßen die Tanz- und Trachtengruppe. Ein junger Verein mit Liebe zur Tradition der Region. Und es gibt Trachten aus der Grenzregion zwischen Sachsen und Anhalt. Und übrigens ist die Trachtengruppe aus Salzfurt-Kapelle zum dritten Mal bei einem Festumzug beim Sachsen-Anhalt-Tag dabei. Ja, und der Oldiebus, der kündigt sich schon an, des Landkreises Bitterfeld, der ist natürlich auch mit dabei. Und man kann sie ein bisschen beneiden, die Passagiere, die in dem Oldiebus mitfahren. Denn dort, Lutz Mücke, kann ich mir vorstellen, steht vielleicht ein Kasten Selter unterm Sitz und es ist ein bisschen kühler als unter freiem Himmel hier. Und was nochmal den 5. Sachsen-Anhalt-Tag angeht, also Wolfen und Bitterfeld, da sagen wir jetzt mal ganz salomonisch, die beiden Städte werden sich schon wieder zusammenfinden, damit es ein riesiges Erlebnis wird. Wolfen und Bitterfeld. Naja, die wollten ihn eigentlich zusammen ausführen. Nächstes Jahr geht es also nach Bitterfeld. Und wir hoffen, dass wir uns und da wiedersehen. Wolfen kann ja irgendwann mit dabei sein wieder. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass mit so viel Musiktradition, dass das auch wunderbar funktioniert. Das ist jetzt schon der Landkreis Anhalt-Zerbst. Die Roland-Brüder sind im Bild und damit Andreas Neugeborn. Wasserjettes an meiner Seite. Eine alte Bekannte. Sie lässt kein Fest aus, ne? Nee, ich bin schon 4. Mal dabei. Halberstadt grüßt Zerbst. Und Zerbst grüßt Halberstadt genau, zurück. Genau. Was hat sie denn im Festchen da hinten im Wagen? Das wird nicht verraten. Destilliertes Wasser. Wie viele Zerbster sind denn heute hier? Ach, bestimmt 70, 80. Also ehrlich, so viel? Alles kleine Zerbst. Und was macht ihr heute noch? Na, heute wird noch ein bisschen gefeiert. Flasche Sekt und Eimer Wasser zum Verdünnen haben wir alle was. Die Wasserjet ist in guter Laune, Sabine. Ja, das kann man sagen. Und sie ist nur eine der drei historischen Figuren, die die Kreisstadt Zerbst hier vorstellen will. Das ist natürlich Katharina II., die Zarin von Russland. Und das ist der Zerbster Roland, ein Bruder des Halberstädter Rolands, der erst kürzlich vor dem nagelneuen Rathaus hier wieder Aufstellung nehmen durfte. Der Zerbster, den gibt es schon seit 1385, zuerst aus Holz, dann aus Bernburger Sandstein. Ja, und da ist sie schon, die Katharina, die Große, die kleine Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, die mit 15 den Weg in die große, weite Welt nehmen musste, Lutz Mücke. Die Großmutter übrigens von Katharina II., sie war zu Hause in Fatterode. In Fatterode hatte sie ein Schlösschen, denke ich mal so. Ein ganz kleines. Ein ganz kleines, das dürfen wir sagen. Ja. Und da ist sie, die Zerbster Pferdebahn. Traditionell und wieder ins Leben gerufen und bei jedem Zerbsterfest ist sie dabei. Ja, ein bisschen erinnert mich das an die Pferdebahn hier in Halberstadt. Also Bahntraditionen, Lutz Mücke, die haben wir in Sachsen-Anhalt. Ich denke nur an die Harzer Schmalspurbahn. Unendlich. Also Eisenbahnfreunde, Straßenbahnfreunde kommen hier in Sachsen-Anhalt. Dieses öffentliche Verkehrsmittel fuhr von 1891 bis 1921 durch Zerbst. Und
Die landwirtschaftliche GmbH Nuta pflegt diese Tradition, denn man muss natürlich wirklich auch darauf achten, dass es den Tieren, die das hier alles bewegen, gut geht bei diesem Spektakel. Und ich glaube auch den Menschen, die da drin sitzen, denn ja, da kommt viel Luft durch die Ritzen der Pferdebahn und ich denke, man hat sich da wunderbar etwas einfallen lassen, dass da immer ein kühler Luftzug durchgeht, zumal die Pferde ja nicht die allergrößte Geschwindigkeit haben. Aber Sabine Markus, wir wollen angesichts dieses Bildes nicht ganz vergessen, das sind die Roland-Brüder aus Terps, doch Magdeburg zu grüßen. Die MVB in Magdeburg feiert an diesem Wochenende 100-jähriges Bestehen und da wird auch eine ganze Menge los sein. Ja. Selbster Schau, viele Künstler aus Nobur, Stolz und auch aus Lau. Lieder aus der Rumpelkammer sind das, zum Mitsingen und zum Schunkeln mit Joachim Dähne und Kurt Birke. Ist heute was los? Ja, hier. Ja, hier in Halberstadt, da ist was los. Richtig so, mitsingen und mitfeiern, das ist das Motto dieses vierten Sachsen-Anhalt-Tages. Und man kann es wirklich sagen, die Gäste, die angereist sind, sie sind vergnügt. Sie lassen sich durch die Temperaturen nicht kleinkriegen. Und damit geht es in die Altmark zur Wiege Preußens. Ja, und der Spielmannszug, der hat das so richtig eingeläutet. Grün ist die Farbe der Altmark heute. Ursprünglichkeit, Fruchtbarkeit, die Wiesen und Wälder, die Heuballen und natürlich die zauberhaften Wiesen, Elfen, die wir gerade im Bild hatten. Das ist das, womit sich die Altmark präsentiert. Und wieder eine historische Persönlichkeit, die wir gleich erleben werden. Bernd Hinze und Simone Franz. Sie sollen irgendwie als Bismarck und eine gewichtige Dame hier erscheinen. Aber Andreas Neugeboren ist bei den Dehlenpettern. Ja, ich bin bei den Dehlenpettern und jetzt winke ich noch nach meinem Kameramann. Und da ist er auch schon. Uli, schön, dass du da bist. Die Dehlenpetter gestern bei uns in der Fernsehsendung gewesen. Alles gut überstanden? Aber natürlich haben wir das gut überstanden. Die Dehlenpetter, wir müssen es noch mal übersetzen für alle, die Plattdeutsch nicht können. Die Dielentreter, eine Volkstanzgruppe, ja? Ja, genau. Dielentreter, Dehlenpetter, so kann man das übersetzen. Und wie viele Tänzer habt ihr so im Programm? Wir sind insgesamt fast 50 Mitglieder. Wir tanzen in Jugend- und Erwachsenengruppen. Wir waren hier heute beim Sachsen-Anhalt-Tag mit 21 Leuten vertreten. Und wir waren auch Mittwoch schon in der Sendung drin mit 22 Tänzern. Also richtige Sachsen-Anhalt-Tag-Profis. Ne? Und Volksfeste überall im Land. Die Dehlenpetter würden gern auftreten. Das wollen wir an dieser Stelle mal sagen. Viel Spaß noch. Danke. Überhaupt präsentiert sich die Altmark mit einer Menge von Tänzern. Da ist noch die Folklore-Tanzgruppe Iden, die Vokalgruppe Osterburg, Sänger, also Folklore-Tanzgruppe Fitschebeen. Da war mal ganz kurz vorhin schon das Schild zu sehen. Ja, und die Altmark natürlich auch hoch zu Ross. Wir begegnen natürlich auch in der Altmark jetzt besonders mit Stendal wieder einem Roland. Also die Rolandstädte unseres Bundeslandes sind vertreten, präsentieren sich und damit geht es immer wieder auch historisch zurück in die gute alte Hansezeit. Auch Quedlinburg mit dem Roland, Quedlinburg auch ehemals eine alte Hansestadt. Ja und Stendal, da war jetzt gleich die Erinnerung daran, auch Stendal hat einen Roland. Da wurde ja auch schon ein Sachsen-Anhalt-Tag, nämlich vor 2 Jahren, gefeiert. Wir haben hier eine ganz besondere Persönlichkeit, auch ein gewisser Hennings von Treffenfeld. Eine Schlacht gab es bei Färbelin und mit dieser Schlacht hat dieser Herr von Treffenfeld zu tun. Und gepflegt wird diese Tradition im kleinen Altmarkort in Könnigte. Und Sabine Markosch, das die richtige Showballett. Kleidung ja, für diesen das Tag. Das Showballett One aus Klötze. Ist das und ja, bei diesen Temperaturen, auch wenn man sich noch so temperamentvoll dazu bewegt, da ist das wirklich die richtige Kleidung. Das größte Showtanzballett Sachsen-Anhalts, so nennen sich die Damen und die Herren vom Showtanzballett One aus Klötze.
In Klötze wird auch gefeiert, immer im November. Der große Martinsmarkt wird dort gefeiert, ganz groß an einem Wochenende. Wird dort gefeiert, wird dieser alten Tradition gedacht. Aber das, was wir eben gesehen haben, war keine alte Tradition. Das war eine sehr jugendlich reizvolle Tradition. Also getanzt wurde schon immer. Sicher aber mit anderen Kostümen, genau, in der Altmark. Aber die Zeiten wandeln sich und so wandeln sich auch die Kostüme und die Ansprüche der Besucher und der Freunde der Tanzkunst. Aber dieses Showballett, ich kann mir vorstellen, mit so farbenfreudigen Kostümen, ja, da kann man eigentlich auf dem Fasching tanzen, aber auch auf einem Sommerfest oder wie jetzt zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt. Also die Kostüme, die üben einen so unsagbaren Reiz aus, Lutz Mücke, dass da jetzt wirklich einmal stehen geblieben werden muss, damit das alles Reizvolle so richtig ausgiebig betrachtet wird. Sie merken schon, Sabine Markusch, mir fehlen im Moment ein bisschen die Worte. Auch die Feuerwehr, die historische Feuerwehr, die hält sich zurück und wartet ein bisschen, bis das Showballett aus Klötze sich wieder in Bewegung setzt. Das Jugendblasorchester Seehausen begleitet jetzt auf dem Weg. Seehausen in der Altmark, das wollen wir gerne dazu sagen. Auch in der Börde-Region gibt es ja eine Stadt mit dem Namen Seehausen. Seehausen in der Nähe von Arendsee, dieser tiefste Einbruchsee Norddeutschlands. Das Strandbad ist ja vielen bekannt. Arendsee, dieses Strandbad, feiert in diesem Sommer im August noch das 50-jährige Bestehen. Da wird gefeiert und er wird dann gleich anschließend ins Wasser gesprungen. Ja, der Arendsee ist ja eine reizvolle Gegend, ein großes Erholungsgebiet. Mhm. Für Urlauber sehr interessant. Lutz Mücke, ist es denn noch ein Geheimtipp? Also ich glaube, das ist ja sozusagen eine sehr bekannte Gegend für die Berliner gewesen, daher sicherlich also aus dieser Tradition heraus eine bekannte Sache. Aber Andreas Neugeboren hat Gäste aus Osterburg. Richtig, aus Osterburg habe ich Gäste und die Altmark ist ja so musikalisch. Fanfarenzüge sind hier, die Dählenpetter haben wir gesehen, Tanzgruppen und eine Vokalgruppe ist auch dabei. Meine Damen, wollen wir es einfach mal wagen? Zeigen Sie uns mal, lassen Sie uns ein Stück hören. I'm gonna sing when the spirit says sing. I'm gonna sing when the spirit says sing. I'm gonna sing when the spirit says sing. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna shout when the spirit says shout. I'm gonna shout when the spirit says shout. I'm gonna shout when the spirit says shout. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna sing when the spirit says sing. I'm gonna. Also Altmärker Platt ist das nicht, Lutz Mücke? Das klingt mir sehr modern. Ein Beispiel dafür, dass die Vokalgruppe Osterburg ein breit gefächertes Repertoire anbieten kann. Und laut sind's auch. In Englisch. Dankeschön. Ja, wir grüßen Osterburg mit dem kleinen Flüsschen Biese. Und dieser Fluss gibt dem alljährlichen Fest den Namen das Biesefest. Biese und Ahland, die wunderschönen kleinen Flüsse, die dort im Norden von Sachsen-Anhalt durch die Wiesen fließen. Und wenn man Ruhe genießt, dann sollte man in diese Region fahren. Warenberg wollen wir nicht vergessen, das größte Storchendorf in Sachsen-Anhalt. Loburg, Loburg auch nicht zu vergessen. Da gibt es den Storchenhof, wo die Tiere gepflegt werden. In Warenberg, direkt an der Elbe. Dort
kommen sie von ganz alleine und finden sich ein. Ja, und die Grundfarben Gelb, nämlich die Sonne und reifes Getreide, haben eben den Regionswagen Elbe-Börde Heide angekündigt. Weites, fruchtbares Land, goldene Kornfelder, Sonne und Schnitter, die verkörpern die Elbe-Börde Heide-Region. Ja, die DRK-Ortsgruppe Rohrgeetz, die wurde 1953 gegründet und hat im vergangenen Jahr ihr 45-jähriges Bestehen gefeiert. Und diese Ortsgruppe, die führt traditionell den Festumzug des Rohrgeetzer Blütenfestes mit selbstgeschneiderten Kostümen der Blütenkönigin und den Blütenkindern an. Musikalisch untermauert wird das Ganze vom Schallmeinzug Wassensdorf, der bereits seit über 30 Jahren besteht und 20 Musikfreunde aus dem Ortsteil Wassensdorf bei Oebisfelde vereint. Ja, und auch die spielen vom Volkslied bis zum Flottenmarsch alles. Wir sind angelangt in der Kolbitz-Letzlinger Heide, einem großen Waldgebiet, die Lindenblüten, die dort zu bewundern sind. Es ist der größte zusammenhängende Lindenwald in Europa. Und es gibt natürlich immer noch ein paar Probleme, Sorgen. Man möchte die Heide wieder für touristische Zwecke nutzen, aber die Bundeswehr ist auch noch da. Aber es gibt inzwischen viele Gespräche und man ist auf dem richtigen Weg. Friedensweg in die Kolbitz-Letzlinger Heide, so bezeichnet die Bürgerinitiative ihr Ziel und die setzt sich eben seit 6 Jahren für eine ausschließliche zivile Nutzung an, mit dem Ziel, einen Naturpark zu schaffen. Und angesichts dieser Lindenblüten dürfen wir nicht vergessen, auch die Lindenblütenkönigin. Und da haben wir die Landeshauptstadt, Otto von Gericke, der Bürgermeister. Und da sind sie wieder, die allbekannten Magdeburger Halbkugeln. Und es ist kaum machbar, jetzt innerhalb dieses Festumzuges diesen Halbkugelversuch zu präsentieren. Aber ich kann es bestätigen, in vielen anderen Städten war man dabei mit den Pferden. Es sind ja im Originalversuch 16 Pferde, die versuchen, die original Magdeburger Halbkugeln auseinanderzuziehen. Und hier also Otto von Gericke, Wissenschaftler, Bürgermeister aus der alten Stadt Magdeburg. Ja, Otto von Gericke mit seiner Frau Margarete war das ja. Und da gibt es eine Gesellschaft, die Leben und Wirken dieses berühmten Magdeburgers Otto von Gericke präsentiert. Karneval in Magdeburg wird groß geschrieben, das dürfen wir nicht vergessen. Nicht nur in Köthen gibt es eine Hochburg, auch in Magdeburg geht's rund bei den Ottoianern. Auch in Magdeburg gibt es ein Fanfarenorchester und Folklore-Ensemble. Das Folklore-Ensemble Magdeburg war mit dabei in Sevilla vor vielen Jahren bei der Weltausstellung. Das war eine der ersten Weltausstellungen, in denen sich dieses neue Land Sachsen-Anhalt damals präsentieren durfte. Unter anderem, wie gesagt, mit den Folkloristen aus Magdeburg. Aber wir gehen zurück nach Oschersleben an die Bode. Der Bürdebote ist bei mir und dem fällt immer ein bisschen der Bart ab. Er möchte uns nämlich was vortragen. Ich würde sagen, ich halte mit einem Finger den Bart fest und jetzt fängt er an, der Bürdebote. Der Bürdebote gibt kund und zu wissen. Es zwingt uns das Musizieren, Marschieren und Jubilieren, um heute hier in Halberstadt zu sein, zuweilen nach euch zu sehen und euer zu gedenken. Denn wir wollen mit euch feiern und unser schönes Land würdigen. Schönen Dank und ich hoffe, der Bart hält noch, ja, bis ahoi, zum Schluss des Festzuges. Der Bürdebote aus Oschersleben. Oschersleben gilt so ein bisschen als Schwesterstadt von Halberstadt. Ist ja auch nicht weit entfernt. Knappe 30 Kilometer sind es. Und da haben wir Grüße von der Straße der Romanik, einer touristischen Strecke durch unser Bundesland Sachsen-Anhalt. Denn wir haben eine Riesenanzahl romanischer Bauwerke, die es immer wieder neu zu entdecken gilt. Ja, und präsentiert wird die Straße der Romanik von zauberhaften Bördetrachten, bäuerlichen Gewändern aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die etwa bis 1860 hier getragen wurden.
Ja, und die werden natürlich auch gefertigt. Da gibt es eine Vielzahl von Trachtenvereinen, die sich darum verdient gemacht haben. Nicht zu vergessen, ganz modern, der Motorpark Oschersleben, Formel 1 tauglich. Alle sind gespannt. Wann gibt es das erste große Rennen der Formel 1? Wird Michael Schumacher, wenn er wieder gesund ist, irgendwann mal in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Oschersleben über die Piste rauschen? Ja, und das ist, wie gesagt, der Burgverein Oschersleben. Und der hat 70 Mitglieder und setzt sich für die Erhaltung und die Nutzung der Burg ein. Das sind die Bonbonkörbe. Bodeta, das ist eine Süßwarenfabrik mit großer Tradition und die Bonbons aus Oschersleben. Ich behaupte es einfach mal, sie waren schon fast in jedem Mund von einem Sachsen-Anhalter. Ja, und wenn man 1862 schon gegründet worden ist, dann hat man schon eine 130-jährige Tradition. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da viel verkostet werden muss. Hier natürlich in Halberstadt sollte man mit Mineralwasser ein bisschen nachspülen, den süßen Geschmack. Es ist wirklich sehr, sehr heiß hier, Lutz Mücke. Ich muss es immer wieder so sagen, aber die Stimmung, die ist auch dementsprechend. Die Deutsche Verkehrswacht Oschersleben, das sind die Fahrzeuge, die sich hier mit dem Festumzug präsentieren. Ein gemeinnütziger Verein. Natürlich geht es um die Verkehrssicherheit. Und wenn man hier nach Halberstadt kam in diesen Tagen, da muss ich ein großes Lob an die Organisatoren hier aussprechen. Die großen Fahrzeuge kamen gut in die Stadt hinein. Aber jetzt gibt es ein Mini-Fahrzeug, Andreas Neugeboren. Ja, jetzt muss ich mich auch noch bei der Hitze bücken, aber ich tue es gern. Hier ist nämlich der Martin vom Motorpark Oschersleben. Was fährst du da für ein Gefährt? Das ist ein Kart. Naja. Und wie schnell kann der fahren? Das weiß ich nicht. Aber ganz schön schnell. Wie viel? 50 bis 60 Stundenkilometer. 50 bis 60 Stundenkilometer. Wie viele junge Leute sind da bei Ihnen? Oh, wie viele Leute sind wir? 12 mal. 12 und die betreiben das richtig wettkampfmäßig, ja? Hast du schon mal was gewonnen? Ja, Pokal. Wo? Bei euch zu Hause? Ja. Und wo geht's dann auch? Auf andere Bahnen? Ja, in Celle, also so in. In der näheren Umgebung. Naja, dann gute Fahrt, ne? Du sollst ja auch Auto fahren und nicht reden hier mit mir auf der Straße, ne? Fahren bis weiter. Der Motorpark in Oschersleben, nicht nur Rennstrecke, sondern auch eine Veranstaltungsbühne, wenn man das so sagen darf. Denn die Motorpark-Veranstaltungs GmbH fördert zum Beispiel auch den Breitensport. Und es gibt dort eine Möglichkeit für riesige Open-Air-Konzerte. Aber Sabine Makosch, ich denke mal, wir grüßen aus Oschersleben oder hier heute aus Halberstadt den Nürburgring und Hockenheim. Ja, das ist angebracht und die Autocross-Rennen, die veranstaltet unter anderem an der Strecke an den Sieben Bergen auch der Motorsportclub in Oschersleben. Und ich kann mir vorstellen, Lutz Mücke, wenn man so eine Test- und Rennstrecke, die dritte permanente in Deutschland hat, dass da natürlich so ein Clubleben prima existieren kann. Ja, das sieht so ein bisschen aus, ne? Wie der gute Michael. Aber der ist, wie gesagt, nicht da. Das können wir ganz genau bestätigen. Ja, fast 5000 Mitwirkende, Sabine Makosch, sind es ja im diesjährigen Festumzug. Also man kann immer wieder nur sagen, bei diesem vierten Sachsen-Anhalt-Tag, da wurde alles noch größer, noch schöner und es ist ja auch klar, es entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Jede Stadt, die den Sachsen-Anhalt-Tag neu ausrichten darf, kann ein bisschen lernen von den Sorgen, von den Problemen, von den Erfolgen der Vorgängerstadt. Aber inzwischen haben sich schon viele Städte beworben. Also jede Stadt in Sachsen-Anhalt und auch in den anderen Bundesländern möchte natürlich einmal das ganze Bundesland bei sich begrüßen dürfen. Zumal eben Halberstadt sich insbesondere dafür prädestiniert hat durch sein nagelneues Zentrum. Erst ein Dreivierteljahr besteht dieses wirklich sehr, sehr schön entstandene neue Stadtzentrum hier in Halberstadt. Und liebe Zuschauer, Sie sollten sich wirklich auf den Weg begeben hier nach Halberstadt. Die wunderbare rekonstruierten Fachwerkhäuser sind einen Besuch wert. Liebevoll ist das alles ausgestattet. Und Andreas Neugeboren aus dem Festumzug. Jawohl, dem Vogt von der Wasserburg zu Gommern habe ich an meiner Seite. Sie sind ja auch bei jedem Fest dabei und es macht Ihnen Freude, Ihre Region zu vertreten. Richtig, wir kommen aus Gommern,
und bringen das ganze Jerichower Land mit bis hoch in unser schönes Kloster in Jericho. Machen wir auch einen kleinen Spendenaufruf, das soll schön weitergebaut werden. Die Wasserburg Gommern ist ja auch nicht zu verachten, sehr schön geworden. Ne? Wir haben unser Bier auch mitgebracht. Ein eigenes Bier wird dort gebraut. Was ist die Spezialität des Bieres? Ja, wir sind ein Öko-Bier, wir haben ein schönes schwarzes Bier und das Land liebt unser Bier. Also wenn Sie in Gommern mal sind, das Bier sollte man gekostet haben. Ne? So viel Werbung ist erlaubt, oder? So soll es sein. Und auf die Gesundheit. Dankeschön. Das Jerichower Land mit dem Namensgeber, mit dem Kloster zu Jericho, der älteste Backsteinbau in Norddeutschland. Als so gut vor anderthalb Jahren die Meldung kam, es muss gesperrt werden, da ging natürlich ein Schrecken durch Jericho, durch die Freunde der Backsteingotik. Und man hat, wie gesagt, einen Förderverein gegründet, um das Kloster zu retten. Es ist eine wirklich herrliche Anlage. Und wenn man über die B107 von Genthin fährt, dann fährt man durch Jericho hindurch, ebenfalls entlang der Straße der Romanik. Und es geht dann immer weiter durch das Jerichower Land bis nach Havelberg. Und wir wollen natürlich auch mal die Havelberger an dieser Stelle grüßen. Da dürfen wir nur, Sabine Markusch, nicht von der Altmark reden in Havelberg. Wir grüßen also die Südprignitz. Ja, Jericho, da waren auch schon historische Gestalten zu sehen. 850 Jahre da ist es übrigens. Jericho wurde natürlich mitgebracht. Drei weiße Mönche oder auch Prämonstratenser vertreten dieses Kloster Jericho und die Stadt. Ja, und ganz berühmt waren sie für ihre Brennkunst. Ob es nun die Klosterziegel oder der berühmte Kräuterlikör im und aus dem Jerichoer Kloster waren. Es ist auch verbrieft, dass die weißen Mönche zu Jericho nicht wegen einem großen Waschmittelwerk weiße Mönche genannt werden. Die Befreiungskriege sind auch vertreten gegen Napoleon 1813 bis 1815 in Möckern, Wehlitz und Danichkow. Burg bei Magdeburg, das ist so eine Art Schwesterstadt von Magdeburg. Eine ganz besondere Stadt insofern, wir haben dort die älteste Kirche in Burg, die aus Feldsteinquadern erbaut wurde. Und das ist eine ganz besondere Angelegenheit, denn diese Steine für diese Kirche wurden millimetergenau damals geschlagen. Ja, und jetzt haben wir die tolle Knolle von den Genthiner Schützenverein im Bild, die tolle Knolle. Das ist ja die Geschichte einer kulinarischen Kartoffelreise für die Jerichower Land. Denn im Jahre 1771 begann ihr Siegeszug. Friedrich der Große ließ die ersten Kartoffeln im Fläming anbauen und Kartoffelgeschichte erleben und Kartoffelgerichte schmecken. Kann man in 17 Restaurants des Landkreises Jerichower Land. Andreas Neugeboren, der Festzug steht gerade. Es ist eine gute Gelegenheit für Gäste am Rande des Weges. Ja, ihr wisst ja, wenn das Fernsehen kommt, erst kommen sie alle ran und dann bleibt noch ein Mutiger stehen. Ne? Ja. Gefällt es Ihnen hier in Halberstadt? Sehr schön, ja. Was haben Sie alles schon gesehen? Ja, von Anfang an den ganzen Umzug. Ja. Wir waren seit gestern das erste Mal da. Die Eröffnung am Freitag waren wir nicht dabei. Aha. Und du bist die ganze Zeit mit auf Achse? Ja. Was hat dir am besten bis jetzt gefallen? Die beste Bonbons, die geworfen haben. Die Bodeta Bonbonfabrik mit den schönen Bonbons. Die hat dir gefallen, ja? Ja. Ist, gehört der ja auch zur Familie, die Kleine hier. Wer bist du denn? Aha, ein bisschen laut hier, ne? Die Musik, die stört unser ganzes Gespräch. Schönen Dank. Ja, Gäste an der Peripherie des Festumzuges nicht gesäumt. Und manchmal ist ein bisschen zu befürchten, dass der Festumzug so gar nicht richtig durchkommt, weil die Besucher auf die Fahrbahn drängen müssen. Wir gehen wieder an die Elbe. Wir sind wieder in der Nähe der Landeshauptstadt und wir sind im Landkreis Schönebeck gelandet. Es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Sabine Markosch, wir haben ja vorhin von der Lichtmess gesprochen, diesem ersten Frühlingsfest. Spergau übrigens, der Ort bei Leuna, wo die Lichtmess gefeiert wird. Und in der Nähe von Schönebeck ein altes Fischerdorf. Und eigentlich sind sie immer mit dabei, die Freunde der Lichtmessgesellschaft. Das ist der Natur- und Fanfarenzug in Schönebeck und er besteht seit 1969, hat also 30-jähriges Jubiläum gefeiert.
Voriges Jahr gab es ja 775 Jahre Stadt Schönebeck zu feiern. Und diese Figuren, die wir gerade sehen, das sind die neuen Maskottchen der Stadt Schönebeck. Das sind die Salinchen. Die sind erst kürzlich in Schönebeck in das neu erbaute Sohlebad gesprungen. Und auf dem Festwagen, da sahen wir gerade noch da ein Modell des ältesten Gradierwerkes in Deutschland. Bad Salzelmen soll ja wieder Kurstandort werden. Und hier ist der alte Sohleturm. Dort wird übrigens wieder Sohle gefördert und das Gradierwerk ist fast fertig mit der Rekonstruktion. Es gibt auch in der Nähe des Gradierwerkes in Schönebeck wieder ein altes Hexenhäuschen. Man feierte übrigens in diesem Jahr, im letzten Jahr dieses Jahrtausends, dort auch eine Walpurgisfeier zur Einweihung dieses Hexenhäuschens in Bad Salzelmen. Ja, die Salzsieder, die Pfenner, da ist ja auch überall in Sachsen-Anhalt eine Tradition. Ich denke nur an Halle und es ist eigentlich sehr schön, dass diese Salzsieder-Tradition mit Salinchen, Salzprinzessin und Salzsiedern wieder auf ersteht. Eikendorf, ebenfalls ein kleines Bördedorf. Und es gehört zu berühmten 11 Bördedörfern. Da gibt es so ein langes Börde-Plattgedicht, da gehört Eikendorf dazu. Und seit ein paar Jahren gibt es eine historische Getreideernte. Das ist aber nicht nur irgendein Fest, sondern da wird tatsächlich auf bestimmten Feldern reserviert eine große Fläche und es wird geerntet. Ein Wochenende lang wird dort vorgeführt, wie in vergangenen Jahrhunderten geerntet wurde, mit den alten Geräten, mit all dem, was dazugehörte. Und es gibt dort auch eine Figur, die durch die Felder huschte und die Kinder erschreckt hatte. Und sie ist immer dabei, die Kornmuhme. Sie taucht plötzlich, auch genannt, plötzlich im Feld auf. Und wie gesagt, Kinder laufen ganz schnell weg, denn sie haben Angst vor der Kornmuhme. Sie ist aber eigentlich wirklich keine Gruselgestalt, diese Kornmuhme. Man sieht es ja manchmal heute noch. Sie hat eigentlich immer nur symbolisch dafür gesorgt, dass das Korn nicht niedergetreten wurde. Und sie treibt also alle vom Feld. Ja, und ein bisschen vor, ganz genau, Vorboten für die Ernte. Kalbe apropos an der Ernte, Saale. Da sind die Bollen schon geerntet worden. Lustig. Und wieder eine Rolandstadt, Sabine Markosch, Kalbe an der Saale. Bollen und Rolandstadt in Kalbe an der Saale, da werden die Zwiebeln gezüchtet und gepflanzt und natürlich geerntet. Eine Kalbenser-Zwiebel, das ist was ganz Besonderes. Wenn Sie die mal sehen, die sollten Sie sich holen. Die hat Tradition und sie schmeckt wunderbar. Kalbe an der Saale, eine Stadt ebenfalls mit viel, viel Tradition. Das alte Kloster Gottes Gnaden. Und da sind sie übrigens, die Herren aus Glinde, aus dem alten Fischerdorf. Das sind die Bratwürste, die getragen werden. Denn am Tag vor diesem Fest, da gibt es das sogenannte Bratwurstblasen. Da zieht der Verein, dem nur Männer angehören dürfen, durchs Ort und sammelt dort Bratwürste. Aber aus Glinde weiter entlang der Elbe, dort wo die Elbe und die Saale zusammen sind, dort gibt es die kleine Stadt Barbie und es gibt dort einen Kunsthof, Andreas Neugeboren. Jawohl, den Kunsthof Augustus Garbe und die Frau Zenker ist bei uns, die dort den Hut auf hat im Kunsthof, kann man so sagen. Ne? Sie haben sich da ein wunderschönes Reich geschaffen. Ja, wir haben auf 30.000 Quadratmetern viele Dinge für Kinder, für Groß und Klein. Reiten, Kutschfahren, Urlaub, aber auch Museumswesen. Wir haben auch viele Vereine dort, ne? Das ist richtig. Es ist ja sehr viel präsentiert hier in unserem Zug. Vorne sind die Glinder Lichtmessbuben. Man muss Kalbe erwähnen, der ja auch zum Elbe-Saale-Winkel gehört. Und natürlich hinten Bürgerschützengilde Herzog Heinrich und die ganze Ecke. Ja. Der Kunsthof Augustusgabe in Barbie ist wirklich eine Reise wert. Tatsächlich. Vor allem für Kids. Da gibt es viele Veranstaltungen. Dort wird gebastelt. Dort kann man sich im Grünen erholen. Dort gibt es Ponys, Pferde. Also für die Familie eine ganz besondere Sache in Barbie. Und es gibt auch eine Rehabilitationsklinik in dieser herrlichen Landschaft. Ausgedehnte Spaziergänge sind möglich an Saale und an Elbe. Und Groß-Rosenburg, die Fähre. Vielleicht haben Sie schon einmal übergesetzt über die Saale. Und sicherlich dabei diese herrliche Landschaft genossen. Die Schützengilde Herzog Heinrich, ebenfalls aus Barbie. Und jeder, der zu früheren Zeiten mal ein Haus gekauft hat, der weiß, in Barbie das Grundbuchamt.
war dort zu Hause im Schloss. Der Fanfarenzug Förderstedt, der hat gleich auf seine Fahnen, auf sein Schild geschrieben, wie lange er schon besteht, nämlich seit 1962 und hat eine hohe Tradition, ist Mitglied im Blasmusikverband des Landes Sachsen-Anhalt und hat erfolgreich schon teilgenommen an den Landesmeisterschaften, ist natürlich immer wieder gefragt, wo es etwas zu feiern gibt. Förderstedt, eine Stadt, in der es, als es losging mit dem Braunkohletagebau, in Förderstedt stand die erste Brikettfabrik Deutschlands. Und durch Förderstedt geht sie immer noch die B71. Sie wird auch weiterhin dort durchgehen. Und Förderstedt ist eine der Städte, die sich sehnt nach der Fertigstellung der A14. Der Autobahn zwischen Halle und Magdeburg, die wichtigsten Stationen dieser Autobahn. Die Schützengilde Herzog Heinrich aus Barbie, noch einmal die Uniformen zu sehen und danach wird es dann schon wieder ein bisschen maritim. Das waren sie ja, die Elbe-Schiffer. Die Elbe-Schiffer und da gibt es eine Tradition im Heimatverein Breitenhagen. Und jetzt sind die Heimatfreunde Barbie, die sorgen für Stimmung. Die Heimatfreunde Barbie, also ein lustiges Völkchen, die Clowns, die hier mitlaufen, die Damen, die hier tanzen. Wir kommen übrigens jetzt zu den Landesverbänden in Sachsen-Anhalt, die sich überreichlich präsentieren können. Es kommt ein großer Block mit mehr als 100 Personen und 7 Festwagen. Und ja, die haben natürlich auch Platz hier auf dem Festumzug in Halberstadt. Im Hintergrund, da kann man schon Blaulicht sehen, rote Fahrzeuge. Es ist also soweit. Die Landesfeuerwehrverbände, sie kündigen sich ja lautstark auch an. Und auch da geht es erstmal zurück in die Vergangenheit. Halberstadt ist hier nochmal vertreten. Der Landesfeuerwehrverband hat auch Sinn für Traditionen mit diesem Modell. Es gibt ein Feuerwehrmuseum in Sachsen-Anhalt, Sabine Markosch. Dieses finden Sie, wenn Sie Interesse haben, in Stendal. Der Landesfeuerwehrverband mit einem großen Anteil am Festumzug, 2 Musikzüge, ein Fahnenblock mit 110 Personen, 7 Festwagen, historisch und modern. Der Landvolkverband müsste das jetzt sein und wie gesagt, alles dreht sich jetzt um Traditionen, um Verbände. Aber bei der Feuerwehr, da bleiben wir noch ein bisschen, da steht ja wieder der Festumzug. Der Johannesbrunnen, wie gesagt, das ist hier so eine alte Straße in Halberstadt. Ein neuer Brunnen wurde auch geschaffen hier in der Nähe und hier wird gefeiert, das muss man sagen. Und Feuerwehr mit Traditionen, Andreas Voll, neugeboren, ja, mit einem alten Feuerwehrmann. Genau so, ich habe hier den Feuerwehrmann aus Haarsleben bei mir. Uli, du musst mal das ganze Fahrrad einfangen, das sieht ja ganz einfach toll aus. Wie alt ist denn die Maschine? Ja, um 1900 rum. Und Ihr Anzug, Ihr Feuerlöschanzug? Der ist ein bisschen älter. Und wie klingt die Tute, können wir mal hören, aber nicht ganz so laut. Diese Signale wurden dann durch den Ort getragen, wenn es gebrannt hat. Richtig, richtig. Wann hörte das auf damit in Haarsleben? Wenn alle da waren. Nein, ich meine, wann mit der Tute, seit wann haben Sie eine Sirene? Also nicht genau. Doch ungefähr vor dem Zweiten Weltkrieg. So die Feuerwehr in Haarsleben funktioniert gut? Wunderbar. Wie viele Mitglieder gibt es? 46. Na gut, und der Helm ist heute auch nicht so das Richtige bei den Temperaturen. Aber allerdings nicht. Er kämpft auf dem Fahrrad, sich schnurstracks durch Halberstadt. Richtig. Gute Fahrt. Dankeschön. Dankeschön. Gut Holz kann man nur sagen bei diesem Horn. Und Luft ist auch noch auf dem Reifen drauf.
dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Harsleben übrigens, nicht nur alte Feuerwehrgeschichte, auch die Gegenwart, weil wir ja immer hin und her springen. Harzer Käse aus Harsleben, dazu Gänseschmalz. Das gehört auf jeden Fall bei einem Besuch im wunderschönen Harz dazu. Da gibt es auch Lieder drüber. Harzer Käse und Gänseschmalz und dann noch so ein ganz bestimmter Likör. Dann ist alles okay. Groß Quenstedt, die Freiwillige Feuerwehr mit den Kostümen, den Schnurrbärten und das Horn immer wieder wird hineingestoßen. Jetzt haben wir fast so ein bisschen Feuerwehrgeschichte live hier im Festumzug. Der erste Wagen mit Pferden. Dahinter schließen sich die Lastkraftwagen, die modernen Feuerwehren an, denn heute wird ja nicht mehr mit einer Art Schalmeienkapelle gerufen, damit alle zum Löschen kommen. Übrigens, vor 14 Tagen gab es in Friedrichsbrunn, einem kleinen Harzort, auch ein großes Fest. Das 7. Harzfest wurde gefeiert. Auch da gab es einen Harzer Festumzug und der wurde beendet mit einem großen Bild der Harzer Feuerwehren. Die waren auch dabei mit allem, was sie zu bieten hatten. Von modernen Fahrzeugen, da war ein modernes Fahrzeug dabei, das wurde wirklich Stunden vorher erst übergeben. Und dann die ganz alten Fahrzeuge bis hin, wie gesagt, zu einer Wasserpumpe, die sogar durch Pferde gezogen wurde. Und hier sehen wir es ja immer wieder, dieser Wechsel zwischen alter und neuer Technik. Einzige Aufgabe, Sabine Markosch, die die Feuerwehr jetzt hier hätte haben können, wäre vielleicht ein wirklich kalter Gruß aus der Wasserpistole. Ein kalter Guss als kalter Gruß sozusagen aus der Spritze. Aber die Zuschauer haben es sich bequem gemacht. Man sieht das an den Straßenrändern. Sie haben für Bänke gesorgt oder haben dann wirklich großes Standvermögen bewiesen. Es ist auch so, dass hier in Halberstadt für kulinarische Bedürfnisse und natürlich auch den großen Durst bestens gesorgt ist. Es gibt eine Vielzahl von Ständen mit Leckereien, natürlich landestypischer Art. Und man kann sich da richtig durchkosten und durchprobieren. Nach den Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, dann der AVD und die Johanniter. Die ja auch historisch kommen, die Johanniter. Hoch zu Ross. Das sind die alten Ritterorden, aus denen hat sich das ja alles entwickelt. Johanniter, eine ganz Malteser. Spannende Geschichte, das darf man an dieser Stelle sagen. Und in die Gegenwart hinübergerettet mit den Verbänden, die sich heute um Rettung und Pflege kümmern. Ja, wir sind immer noch bei den Landesverbänden und da gibt es eine große Vielfalt im Angebot. Wie gesagt, vom Landesfeuerwehrverband kamen wir über den Automobilclub bis jetzt hin zu den Johannitern. Ja, und die nächsten, die sind zu erkennen an ihren Uniformen, Lutz Mücke. Der Landesschützenverein präsentiert sich komplett mit den einzelnen Gilden, die dabei sind, hier am Anfang der Kreisschützenverband aus Quedlinburg. Dazwischen natürlich die Schützenkönige, man kann das Unköniginnen, Lutz Mücke, man kann das sehen an den Orden, die an die Uniformen geheftet sind. Ist das so, dass je mehr Orden, umso mehr Treffer? Das ist richtig. Und wenn man hier in vielen Harzorten unterwegs ist, hier Langstein, ein kleiner Ort, den wir ja heute schon begrüßen durften, ein Ort mit viel Schützentradition und da kann man wirklich durch den Ort fahren und findet fast an jedem Haus so ein großes, rundes Schild und man staunt, es sind wirklich, das war der Gruß der Schützen. Es war wirklich fast an jedem Haus eine Plakette dran und die sind über 100 Jahre teilweise schon alt. Also die Traditionen gehen weit zurück. Noch wieder die Landwirtschaft hier vertreten im Festumzug zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt. Die Landwirtschaft vertreten durch den Landvolkverband und auch da gibt es eine große Tradition
Von Pferdezucht, ja, sagen wir mal, über den Getreideanbau bis zur Samenzucht nach Quedlinburg, bis zur Forschung in Bernburg. Landwirtschaft, Lutz Mücke, das wird hier groß geschrieben im Festumzug. Der Festumzug zum 4. Sachsen-Anhalt-Tag in Halberstadt, er geht hier langsam zu Ende und wir möchten aus dem Tor zum Harz herzliche Grüße senden. Wir grüßen alle Regionen unseres Bundeslandes, die Altmark, Elbe-Börde, Heide-Region. Wir hatten Anhalt dabei, den Burgenlandkreis, den Saalkreis, die beiden großen Städte, die drei großen Städte, Halle, Magdeburg, Dessau. Alle waren sie mit dabei. Über 300.000 Besucher sind gekommen nach Halberstadt, um mitzufeiern. Und der Festumzug ist noch lange nicht jetzt auf dem großen Bereich hier in der Innenstadt zu Ende gegangen. Und ich denke, wir freuen uns, Sabine Markosch, auf das Jahr 2000, der 5. Sachsen-Anhalt-Tag, dann in Bitterfeld. Und wir möchten alle einladen zu diesem 5. Sachsen-Anhalt-Tag. Und mit dieser Einladung verbunden ist natürlich auch eine Einladung in die wunderschön rekonstruierte, neu erstandene Stadt Halberstadt. Halberstadt. Das Tor zum Harz. Am 3. September gibt es nach 485 Jahren zum ersten Mal wieder ein öffentliches Glockengießen. Die große Glocke für den Halberstädter Dom wird gegossen. Wir wünschen toi 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 und wünschen einen schönen Sonntag aus Halberstadt. Sabine Markosch verabschiedet sich hier vom Festumzug und ich glaube, Lutz Mücke, das Getümmel, das geht hier noch weiter.